So, dann sage ich wie immer schönen guten Abend heute hier bei uns bei Carnation. Zu Gast diesmal ist PooDeals, ein echt spannendes Projekt. Und im Speziellen der Aurel und der Flo. Freut mich, dass ihr heute Abend da seid. Ja, guten Abend. Ich bin Aurel. Erstens mal vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein AMA zu haben. Ich entschuldige mich schon mal vorerst, dass ich ein bisschen krank bin. Also dementsprechend kann es sein, dass meine Stimme ein bisschen abgefuckt ist, kann man so sagen. Und das auch ein bisschen auch nervig tönt. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Erbarmen mit mir heute. Ich würde euch sehr gerne das ganze Projekt, die ganze Plattform ein bisschen näher bringen. Alles gut. Also ich sag, du klingst wie so ein guter Geschichtenerzähler mit so einer tiefen Stimme. Also wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht merken. Alles gut, perfekt. Ja, wie gesagt, wir machen es immer so. Wieso erzählst du uns nicht einmal so ein bisschen was von deiner Person, wie du zu dem Ganzen kommst, was du für Erfahrungen hast, dass wir mal so ein bisschen was über dich wissen für die Leute, die dich nicht kennen. Klar. Also, mein Name ist Aurel, abgekürzt von Aurelio eigentlich. Mein Name stammt aus Italien, also ich habe auch Wurzeln in Italien. Und im DeFi bin ich jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren. Also ich studiere nebst DeFi, habe aber neben meinem Studium keinen Nebenjob oder so. Ich mache wirklich Fulltime DeFi und hatte in der Vergangenheit eigentlich immer getradet, vor allem DeFi. Und mit der Zeit bist du halt in Communities aktiv, du lernst Leute kennen, etc. etc., bis du dann mal zu der Idee kommst, hey, lass doch mal selbst was launchen. Und ja, gedacht, getan oder gesagt, getan. Wir haben dann fast vor einem Jahr haben wir ein Projekt gelauncht auf der Binance Smart Chain. Vielleicht einige kennen es. Es heißt oder hieß oder heißt Catboy. Aber das Ganze haben wir eigentlich aus Spaß gelauncht damals und muss sagen, es ist etwas Riesiges geworden. Also für mich war es etwas Riesiges. Wir haben, ich glaube, mit 2.500 in der Liquidity gestartet und dann ist das wirklich, ja, sagen wir wirklich über Nacht explodiert. Also wir haben All-Time-High hatten wir im ersten Catboy-Token um die 6, 7 Millionen im Market Cap. Das All-Time-High-Volumen waren fast 10 Millionen. Was natürlich absolut krass war für meine 21 Jahre damals, haben wir das Ganze dann relaunched, rebranded und waren da ebenfalls erfolgreich. Also wir haben alle migriert, wir gaben alle die Möglichkeit, ihre Tokens zu migrieren und auch da haben wir nochmal ein 30x, also 30x herausgeholt. Das Projekt gibt es immer noch, ist immer noch in sehr, sehr guten Händen, läuft immer noch. Wir haben auch geschafft, die Aufmerksamkeit von ZZ zu bekommen, der uns auf Twitter gefolgt ist. Ein anderer Co-Owner hatte auch ein AMA mit ihm. Also an sich ein sehr, sehr cooles Projekt, das wir da auf die Beine gestellt haben. Und vor, ja, sagen wir, einigen Monaten habe ich dann entschieden, diese Reise ist jetzt für mich zu Ende. Und ich möchte gerne mich an etwas widmen, das ich eigentlich schon immer realisieren wollte. Eine Plattform, weil ich ein sehr, sehr großer Fan bin von der Dezentralität, die im DeFi zur Verfügung steht. Und ich möchte auch ein Problem lösen, ohne dass man diese, sagen wir, Gesetze der Dezentralität verletzt. Und genau, das möchte ich euch heute sehr, sehr gerne näher bringen. Okay, das klingt ja schon einmal recht spannend, muss ich sagen. Was studierst du, wenn ich fragen darf? Ich habe jetzt, ich fange meinen Master an in Business and Administration. Und ja, sagen wir mal, ich mache das Fulltime, aber ich mache auch noch DeFi Fulltime. Also ist ein 200% Job. Okay, verstehe. Na, ich muss sagen, ziemlich beeindruckend für das junge Alter. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn da über Nacht so ein Meme-Projekt, das man eigentlich zum Launch, da so durch die Decke schießt, das ist schon was anderes, sage ich jetzt einmal. Also so 6, 7 Millionen ist jetzt nicht die Welt, aber es ist jetzt auch nicht irgendein kleiner Kackcoin, der halt dann wieder abkackt nach 2, 3 Tagen. Das muss man auch dazu sagen. Insofern beachtlich.
Und der Flo ist einer deiner Partner, also der ist Mit-Developer bei euch, soweit ich das Genau. begreifen kann. Genau, also Flo und Dan, den spricht leider kein Deutsch. Dementsprechend ist er jetzt auch nicht hier, weil er nicht viel mitreden könnte oder verstehen könnte. Aber Dan und Flo habe ich kennengelernt, auch auf der Reise mit meinem letzten Projekt. Sie haben uns unter anderem geholfen, alle Diebs zu machen, Bots zu machen. Und ja, haben wir schnell gemerkt, dass das sehr, sehr zwei kompetente, kluge, junge Köpfe sind. Und ich habe mit Flo auch schon seit Monaten mal immer und wieder Ideen ausgetauscht und haben mir entschieden, hey, diese Idee ist eigentlich sehr, sehr krass und ihr habt das nötige Wissen. Ich habe das nötige, sagen wir, andere Wissen, wie man ein Projekt von außen aus präsentiert, zu den Leuten näher bringt. Ich habe die Kontakte, die ich aufgrund von Catboy knüpfen könnte. Und wenn wir das richtig angehen, können wir eigentlich etwas sehr, sehr Cooles, Neues kreieren. Und ja, wir waren alle an Bord, haben gesagt, okay, fangen wir an mit der Produktion, mit dem Development und mit allem. Und genau, jetzt sind wir hier. Okay, kenne mich aus. Naja, jetzt weiß ich zumindest mal so ein bisschen was von euch. Wie schaut denn das mit Pudil aus? Ich meine, die meisten hier werden wahrscheinlich schon das Video gesehen haben. Vielleicht der ein oder andere noch nicht. Glaube ich zwar nicht, aber ist ja möglich. Erzähl uns dazu mal ein bisschen was, dass wir so ein bisschen einen Einblick haben, wenn jetzt einer noch nichts davon weiß, sag ich mal. Gerne, gerne. Also ich würde sagen, ich erkläre ganz kurz mal, um was es geht und anschließend zeige ich trotzdem noch mal kurz das Video. Also dass das halt noch für jeden, dass man sich das ein bisschen so bildlich besser vorstellen kann. Also Pudels an sich wird eine Plattform sein. So, diese Plattform wird mehrere Utilities haben, aber die Main Haupt-Utility wird sein, dass Menschen in DeFi oder auch außerhalb von DeFi, aber einfach dann mit DeFi Geld Deals abschließen können, die Transaktion eigentlich über die Plattform machen können mit sogenannten Smart Contracts. Dabei muss man sagen, dass Pudils, sagen wir, monetäre Anreize setzt, dass man nicht betrogen wird. Wie funktioniert das Ganze genau? Ich würde sagen, dass ich euch kurz das Video zeige. Jetzt muss ich kurz schauen, wie das geht. Du solltest den, ja, genau. Okay, perfekt. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, weil man ja den Ton nicht hören würde, aber das kriegen wir schon hin. Man merkt, du weißt, was du hältst. Scared to get scammed? Who deals will help you get this deal full decentralized and without a third party included? We have two separate parties. Party A is a buyer, party B is a service provider. If A and B agree on a price of $100, then both of them will deposit $100 into the escrow wallet. Now we have deposit one from A and a security deposit two from B. A can also add an additional security deposit three for security aspects. When the delivery date arrives, we have two scenarios. Scenario one, deal is successful. Deposit one goes from A to B as a cost of the service. Deposit two that B deposited earlier as a security deposit goes back to him. Security deposit three, which belongs for A, he gets it back. Scenario two, A and B are not satisfied. They have the option to extend the time or adjust the price. They can also cancel the deal and each one will get his money back. Scenario three, A or B is trying to scam. If both don't cancel the deal or don't find an agreement, both gonna lose their security deposits and the deal deposit. If A tries to scam, he will also lose his security deposit three and won't get it back. If B didn't perform the service, he will have a full loss and lose his security deposit too. The loss of A's security deposit three makes it more profitable not to cheat because the cost would be much higher than simply paying the service. The loss of the security deposit two from party B would cause him to make nothing but loss. Why should you use Pooh Deals? Complete. Okay, anschließend kommen noch einige Punkte, warum man Pudels nutzen sollte, aber ich würde sagen, dass ich das dann auch manuell oder sagen wir persönlich sagen kann. Aber bis dahin, ja, genau, das ist eigentlich das Konzept.
Und ja, anschließend können wir auch weiter darauf eingehen. Also das Ganze basiert eigentlich darauf, dass man einen Deal über Smart Contracts macht. Man deposit das Geld, aber A und B machen ebenfalls ein Deposit. Und da beide halt noch Geld dazu ins Spiel setzen, dass sie nach dem Deal wieder zurückbekommen, besteht ein monetärer Anreiz, dass man halt nicht betrügt oder im anderen Fall halt auch nicht eine Dienstleistung erschleichen möchte. Das verstehe ich soweit. Das heißt quasi, jeder gibt Geld rein, sagen wir, jeder hinterlegt 1000 Dollar und derjenige, der das bezahlen muss, hinterlegt nochmal 2000, was die Bezahlung ist, und wenn es passt, kriegt jeder seine 1000 Dollar wieder zurück und der andere 2000. Genau, wir können vielleicht hier kurz mal einen Blick drauf werfen. Also, wir haben hier die Partei A und B. Sagen wir, Partei A zahlt jetzt 100 USDC an Partei B. Das ist die Kosten für, sagen wir mal, ein Grafikdesign. Dabei macht B, der Dienstleister, auch ein Deposit von 100 Dollar. Und, Entschuldigung, müssen wir hier ein bisschen rauf, genau hier. Und Partei A, also die Partei, die die Dienstleistung in Anspruch nimmt, macht auch noch ein Deposit von 500 USDC, also ein bisschen mehr. So, dann hat man halt Zeit, bis der Deal abgelaufen ist. Und anschließend hat man diese folgenden Szenarien. Also, wenn alles gut ist, bekommt man A, bekommt das Sicherheitsdeposit, also zahlt zuerst mal an Partei B, bekommt das Sicherheitsdeposit, B bekommt das zurück, also das, was er auch gedeposit hat, und A bekommt ebenfalls sein Deposit zurück. War es jetzt nicht erfolgreich, haben Sie also ganz, ganz viele Möglichkeiten, also Möglichkeiten rational und sagen wir mit gutem Menschenverstand eine Lösung zu finden, was eigentlich auch der Anreiz sein sollte und was auch ja das Ganze halt auch ein bisschen besser macht. Also du kannst den Deal überarbeiten, man wird ehrlich mit sich selbst und jetzt sagen, okay, habe ich die Dienstleistung wirklich nicht gut gemacht oder habe ich sie gut gemacht? Ich denke, das wird auch in einer Art und Weise das Bewusstsein der Menschen ein bisschen ändern und sagen, okay, ich muss ehrlich mit mir selbst sein, weil ich muss es machen, weil ansonsten verliere ich Geld. Und man hat die Möglichkeit halt zu sagen, nee, ich habe das wirklich nicht gut gemacht. Das heißt, wir können das anpassen oder man kann auch im schlimmsten Fall sagen, weißt du was, wir kommen nicht auf einen Nenner, wir canceln das Ganze. Also wenn beide das Ganze canceln, bekommen beide ihr Geld zurück. Und im Endeffekt wurde niemand gescammt. So. Also man kam nicht zu einem erfolgreichen Deal, ja, aber man wurde auf der anderen Seite nicht betrogen. Und wenn das der Fall ist, dann ja, war es eigentlich von vorne weg zu vermuten, dass diese Person wahrscheinlich ein bisschen ein shady Geschäft machen wollte und man wurde ihm hiermit ein bisschen gerettet. Genau. Okay. Und genau, ja. Und du hast ja gesagt, zum einen gibt es ja ein Zeitlimit, das dann quasi abläuft. Das heißt, das wird dann im Vorhinein kann man sich dann aussuchen, wie lange das Ganze gehen soll. Genau, ja, genau. Und in diesem Vertrag steht dann genau drinnen, was für Leistungen erfüllt werden müssen, oder steht da einfach nur drinnen, so nach dem Motto, ja, wurde erfüllt oder nein, wurde nicht erfüllt. Also, dass man dann quasi nur klicken kann, es passt nicht, oder wir canceln das Ganze halt. Genau, gute Frage. Und zwar kann ich eigentlich sagen, letzteres. Also es wird wirklich im Smart Contract wird eine Aktion durchgeführt, wenn man bestätigt oder eben nicht bestätigt. Es würde an sich es überflüssig machen, in den Smart Contract oder in ein Feld reinzuschreiben, um was es ging in dieser Dienstleistung. Aus dem Grund, weil es hier ja keine Drittpartei gibt, die das Ganze irgendwie überprüft oder dann freigibt oder so. Das gibt es nicht. Also spielt im Endeffekt keine Rolle. Also die Partei ist wirklich zwischen A und B und die wissen, was der Deal ist. Verstehst du? Also sie können das im Telegram feststellen, sie können das auf der Plattform theoretisch auch feststellen, aber im Endeffekt geht es darum, dass auf der Plattform nur die Transaktion gemacht wird. Also da geht es eigentlich wirklich nur darum, dass man einen Mechanismus hat, quasi, wo man eben sagt, okay, ich zahle das Geld, wird sicher gelegt, und wenn wir beide zufrieden sind, passiert dann das oder das. Genau. Also die Idee ist halt, das Ganze komplett dezentral zu machen. Man hätte natürlich sagen können, hey, man kann ja auch eine Drittpartei involvieren, die das Ganze überprüft. Aber man muss sich halt auch fragen, was wollen die Menschen im DeFi?
also als Projekt oder sagen wir ehemaliger und jetziger Projektbesitzer, früher war es halt ein Token, kann ich aus Erfahrung sagen, dass es schnell gehen muss. Es muss am besten anonym gehen. Es muss ohne Wartezeiten gehen. Eine Drittpartei macht das Ganze immer ein bisschen langsamer. Und es muss einfach dezentral sein. Das sind so die Punkte, die Triggerpunkte, die etwas erfolgreich machen im DeFi. Also nehmen wir das Beispiel PancakeSwap. PancakeSwap, du kannst einen Token kreieren, du kannst ihn deployen, du kannst ihn auf PancakeSwap launchen. Gemacht. Funktioniert. Leute kaufen, Leute verkaufen. So. Nehmen wir das Beispiel PoCoin. Warum brauchen alle PoCoin? Es ist schnell, du musst dich nicht anmelden, du musst keine E-Mail angeben, du musst nichts, du musst dein Wallet connecten, du kannst kaufen, verkaufen, läuft perfekt. So, und auf das Gleiche wollen wir auch, sagen wir, zugehen oder umsetzen. Wir wollen eigentlich das Nötige oder das, was schon vorhanden ist im DeFi, nutzen und ein bisschen optimieren und zur Verfügung stellen. Wie ist denn das, weil du hast ja gesagt, es ist ja der dezentrale Gedanke im Vordergrund. Das heißt, zum einen, ihr habt dann keine Einsicht drauf, wer da mit wem was macht, beziehungsweise ihr wisst halt auch nur, die Wallet agiert mit der Wallet. Ihr habt da ja dann auch keine Daten von denen, die ihr speichert, schätze ich einmal. Bis auf das, was halt auf der Blockchain steht. Genau, ja. Also was sicherlich etwas, das wir noch umsetzen werden, ist halt einige Disclaimer. Also einige Länder, die halt, im Endeffekt kann man nicht diese Leute ausschließen, man kann es aber verhindern und man kann alles tun, dass einige Länder, die, sagen wir, von der Regierung her sowas verbieten, diesen Service nicht nutzen können. Das ist vielleicht, das sind einige Länder. Und was man halt auch sagen muss, dass man Disclaimer macht für illegale Zwecke, also dass man keine Deals macht für Menschenhandel, Kinderhandel, Waffenhandel, Drogenhandel, alles das, dass man halt das zuerst bestätigen muss. Dementsprechend, dass man sich mit Exchanges also in Verbindung setzt, einige Wallets vielleicht bekommt, die man blacklistet. Das sind so Vorkehrungsmaßnahmen, die man zentral halt noch machen wird oder machen muss oder auch Gutes zu machen auf jeden Fall. Aber ansonsten gibt es keine Kontrolle über die Deals. Das ist halt das Wichtige, also dass die Leute diese Deals machen können, ohne die Angst zu haben, hey, da kann ja jemand interagieren oder etwas tun. Das heißt eigentlich, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, ist eure Plattform jetzt nicht nur interessant für Krypto und dergleichen, sage ich jetzt mal, sondern für alles, was irgendwie einen Zahlungsaustausch im Internet zwischen zwei unbekannten Parteien zufolge hat. Ob das jetzt ist, ich verkaufe irgendwas privat übers Internet und schicke es ihm heim mit der Post, weiß ich nicht. Das könnten wir alles für sowas verwenden. Ja und nein. Also sagen wir, der Hauptfokus, die Hauptzielgruppe sind auf jeden Fall diese Project Owner und Leute, die Dienstleistungen im DeFi in Anspruch nehmen. Aber klar kann das sich in der Zukunft, wenn DeFi auch größer wird und Krypto größer wird, natürlich übertragen werden auf eBay und eBay Kleinanzeigen, all das Zeug. Also dass Leute dann sagen, hey, du musst nicht nur über PayPal zahlen, du kannst auch mit Krypto zahlen. So, und dann kann man das als etwas Gutes brauchen. Aber im Gegensatz zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich möchte dir ein Grundstück verkaufen, dann muss ich ganz klar sagen, dass man sowas wirklich mit einem Treuhänder macht, wenn es um sehr, sehr große Beträge geht. Also hier geht es eigentlich wirklich darum, dass Projektbesitzer ein Presale machen, auf einmal 500, 600 BNB haben und dann anfangen müssen. Mit der Zeit, und das kann ich garantieren, mit der Zeit muss man sich als Project Owner auch auf neue Leute einlassen. Man muss neue Kontakte knüpfen. Und wie es jetzt ist, man hat eigentlich nur so Wushas. Also das bedeutet, man arbeitet mit Leuten zusammen, weil man von anderen Leuten gehört hat, die sind gut. So. Das Ding ist, der Mensch ist nicht immer rational im Leben. Also ein Mensch kann, sagen wir, fünfmal oder sechs, siebenmal nacheinander immer eine gute Arbeit leisten. Und beim siebten Mal sagt er, hey, jetzt mache ich nicht mehr eine gute Arbeit, weil ich habe persönliche Probleme, die ich nur kurzfristig mit viel Geld lösen kann. So, dann ist er weg. So. Und das löst das Problem auf diese Art und Weise. Was ich jetzt sagen kann, ist, dass als wir bei Catboy waren, haben wir
Also ich persönlich war auch ein bisschen für das Risikomanagement so verantwortlich, sagen wir mal. Und ich war immer eine sehr, sehr, sagen wir, eine Person, die sehr, sehr aufgepasst hat, mit wem man Deals macht, mit wem man zusammenarbeitet. Und war dementsprechend sehr, sehr, sagen wir, restriktiv oder konservativ. Trotzdem haben es Leute über die Zeit wirklich geschafft, uns auch zu betrügen. Also du kannst auch, ihr müsst euch vorstellen, dass Scams und Frauds in der jetzigen Zeit auf so einer neuen Ebene gebracht wurden, dass einige sehr viele Sachen auf so eine seriöse Art und Weise rüberbringen, um dann anschließend wirklich nur vermehrt kleine Beträge zu betrügen, aber die sich dann anhäufen und dann wirklich sehr, sehr viel Geld machen damit. Also die amortisieren ihren Aufwand, seriös dazustehen, um dann anschließend wirklich gutes Geld oder viel Geld zu machen. Gut ist es nicht. Und das versuchen wir zu verhindern eigentlich. Wie ist denn das eigentlich? Man hat ja dadurch die Möglichkeit, sage ich jetzt einmal, dass man immer mit Dienstleistern und Dienstnehmern zu tun hat, kann man ja das Ganze auch irgendwie als, wie soll ich sagen, man kann sich ja dann auch theoretisch auf der Internetseite ein Register anlegen mit Leuten, die eben Dienstleistungen anbieten. Ist sowas auch geplant, dass man sagt, so wie auf die Art Fiverr oder dergleichen? Genau, ja. Das ist auch geplant, das ist auch ein Punkt im White Paper. Wir haben das jetzt eigentlich hier unter Deal Solution für Influencer, also Dienstleistungen an sich eigentlich unter dem Begriff Influencer. Das ist auch etwas, was parallel, also nicht nach der Hauptutility gemacht wird, sondern wirklich parallel, dass es auch eine Section geben wird für Influencer. Dementsprechend gibt es dann wirklich Leute, die sich listen lassen können. Also eigentlich wird sich jeder listen lassen können. Nur, dass wir dann halt auch hier zentral eingreifen und Leute, die wir kennen, gut kennen, ein Verified Badge geben. Und das Coole ist dann einfach, dass Projekte diesen Dienstleistern wirklich direkt alles schreiben können. Also das Projektname, One-Liner, welche Blockchain, welche Projekte, das Team, also wirklich alles, alles Relevante. Und anschließend können Sie das Paket wählen. Man kann schon als Dienstleister das so wie vorgeben, aber wir wissen ja, es gibt auch eigene Deals, man kann auch immer abweichen etc. Und man wählt die Zeit aus, wann man das haben möchte etc. Also vorgefertigte Informationen so. Aber man muss halt immer flexibel sein. Deshalb ist hier die Idee, dass man das Ganze dann deposit in einem Smart Contract und nach diesem erfolgreichen Ausfüllen und mit Depositen bekommt man eine Ticketnummer. Also diese Ticketnummer kann ich zum Beispiel, wenn ich bei euch jetzt etwas buche, kann ich euch diese Ticketnummer schicken. Ihr scannt diese Ticketnummer ein auf der Webseite. Ihr seht alles direkt, ohne nachzufragen, ohne was ist das und das und das und das. Ihr könnt dann innerhalb, wenn alles für euch passt, könnt ihr einfach Deal Accept klicken. Und ihr bekommt das Geld und ihr könnt alles vorbereiten. So. Im Gegensatz könnt ihr aber dann auch sagen, hey, wir müssen da einige Sachen ändern. Ihr könnt direkt das Ganze bearbeiten und so wie zurückschicken und er kann das annehmen und dann, ja, ist, glaube ich, selbstverständlich. Also es ist viel, viel übersichtlicher und einfacher. Und auch hier, also dazu will ich noch kommen, was hier dann halt, wie man hier profitieren kann, wenn man halt jetzt schon früh das Ganze als cool findet und hier investieren möchte. Aber auch hier, also das sollte eigentlich dafür dienen, dass man das Problem löst, dass man diese Konversation, dass diese langen Konversationen eigentlich nicht sich in die komplette Länge ziehen, dass man nicht Nachrichten nicht liest oder dass man Schwierigkeiten hat, auf Influencer überhaupt durchzukommen, dass ja, sagen wir, dass einfach diese, es ist schwierig, einen Dienstleister oder Influencer zu erreichen, wenn man halt auch im Stress ist, theoretisch so. Genau. Und ich habe jetzt schon mit einigen, sagen wir, Influencer im DeFi darüber gesprochen. Die sind alle sehr, sehr begeistert davon. Und auch hier, also wenn es jetzt die Frage ist, hey, aber wie könnt ihr diese Influencer binden? Also ich habe mit denen schon gesprochen, mit einigen, und das ist eigentlich ganz klar, du musst.
Genau. Und zwar, wenn man halt hier einen Deal macht und das ganze Deposit, gibt es immer eine kleine Gebühr. Also es kann 0,1 sein, es kann 0,2 sein, das ist jetzt noch nicht fix. Aber um Influencer halt zu binden, kann man ihnen sagen, hey, hör zu, nimm nur noch Deals an über die Plattform. Sagen wir, du bekommst für die ersten 2 Monate alle Fees. So, sagen wir mal, ein größerer Influencer, sagen wir Travelet oder irgendjemand, der bekommt 10 Deals am Tag einfach so. Das sind das schon 2 BNB am Tag, ohne dass er etwas annehmen musste oder ablehnen musste. Auf den Monat gerechnet sind das fast 120 BNBs. So, und so können wir vielleicht oder versuchen wir, größere Leute zu binden und die Plattform so dementsprechend größer zu machen. Und genau, ja. Später komme ich dann noch auf einen weiteren Punkt ein. Aber das ist jetzt so wie, sagen wir, die Plattform, wo man sich auch gerade registrieren könnte, theoretisch, ja. Ist aber halt nicht die Hauptutility. Also auch hier, das Ganze ist dezentral. Also hier wird sich jeder registrieren können. So. Wichtig ist, dass nicht alle den Badge bekommen, dass sie verifiziert sind. Okay, das heißt, es ist dann quasi wirklich auch so, so wie es der Willi in einer Art und Weise auf Telegram ist, seid ihr halt dann quasi als Projekt dann eben auch so ein Register für Dienstleister, die halt dann eben trusted sind, wo man halt auch Bewertungen schreiben kann und sonstiges. Genau, ja, genau. Okay. Was wir Wie? halt auch, Ja? was ich noch sagen möchte, was wir halt mit Smart Contracts auch tracken können, ist zum Beispiel, wie viele erfolgreiche Deals hatte ein Wallet. Also ein Dienstleister, wenn ein Dienstleister einen Deal eingeht, kann man eigentlich über seine Wallet checken, hey, der hatte schon etwa 100 erfolgreiche Deals. So. Dann wird das auch die Kredibilität eines Dienstleisters oder ebenfalls eines zu eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, auch erhöhen in diesem Fall. Also das sind so Punkte, die man auch realisieren kann, so ohne jetzt eine Kommentarfunktion zu haben, wo zum Beispiel FUD entstehen könnte, theoretisch. Dass man halt einfach so ein Rating-System hat quasi und sieht, der hat die beste Genau. Statistik von abgeschlossenen Deals. Genau. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon angesprochen haben. Ich habe vorhin kurz technische Probleme gehabt. Aber wie schaut denn das Ganze mit der Gebühr aus? Weil du hast ja gesagt, man kann Influencer an sich binden, indem man sagt, okay, man erlässt denen für einen gewissen Zeitraum einmal die Fee, um denen das attraktiv zu machen. Aber wie ist denn das dann mit der Fee auf Dauer? Okay, also es gibt immer prozentuale Fees und es gibt absolute Fees. Okay, das muss man sich so vorstellen. Bei diesem Tool hier wird es immer absolute Fees geben. Das bedeutet, wenn du einen Deal erstellen möchtest oder jemanden einen Deal machen möchtest, dann zahlst du absolut einen Betrag. So, wenn du dich hier listen lassen möchtest, zahlst du absolut einen Betrag. Bei der Hauptutility ist es ein bisschen anders. Ich habe hier eine bisschen bessere, genau. Ich habe hier eine bisschen bessere Grafik. Und zwar, who takes the fee in a deal? Das Ganze ist so, der Deal kostet insgesamt 16%. Hört sich in erster Linie nach sehr viel Geld an. In zweiter Linie muss man hier einige Sachen sagen. Also hier ist einfach als Beispiel geschrieben, dass man zum Beispiel 10% übernimmt Party A, 6% übernimmt Party B. Das kann aber theoretisch auch von diesen zwei selbst entschieden werden, wer was übernimmt. Als Vergleich kann man eigentlich gut nehmen, zum Beispiel Fiverr oder Upwork, die nehmen bis zu 25% für so einen Deal, das dann meistens umgewälzt wird auf den Dienstleister. Und in diesem Fall muss man ganz klar sagen, dass die Monopolmacht eigentlich meistens immer bei Partei A ist, also die Partei, die eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Warum? Ihr kennt es eigentlich selbst. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Projekt habt, dann seht ihr so viele Leute, die joinen und joinen und joinen und joinen und sagen, hey, I have a marketing proposal, who can I DM? Also, es gibt, das Angebot ist extrem. So. Das heißt, wenn das Angebot so extrem ist, wird es eine Partei geben, Partei B, die sagen würde, hey, hör mir zu, ich übernehme all die Fees, so. Ich übernehme vielleicht 16%, so. Ist egal. Also, im schlimmsten Fall kann man sich das Ganze aufteilen 8-8. So, dann ist das auch immer noch sehr, sehr,
Okay, wenn man bedenkt, dass man vielleicht viel, viel mehr verlieren könnte. Also es haltet sich in Grenzen so. Okay, und was passiert mit diesen 16%? Genau, also diese 16%, das sind Fees, die anfallen. So. Hier in dieser Section, how do I benefit as an NFT holder? Also, es sind insgesamt gibt es 350 NFTs. Also, hier auf der Webseite sieht ihr auch noch die Minting-Page. Das Ganze sieht momentan so aus. Könnt euer Wallet hier connecten. Könnt über diesen Link, PooDeals oder den Link in der Coination Group, könnt ihr ein NFT minten. Wenn ihr so ein NFT besitzt, dann seid ihr automatisch ein Shareholder. Also sagen wir wie ein Aktionär. Das bedeutet, sagen wir mal, ein Deal wird gemacht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, jemand geht auf die Webseite, macht den Deal und zahlt die Fees. Das bedeutet, wir gehen hier diesen Weg und 10% von diesen 16% werden auf alle 350 Leute redistribuiert. Also, wenn du eine NFT haltest, bekommst du 10% durch 350 Leute. 6% gehen dann einfach halt an die Plattform. For Cost Recovery heißt eigentlich so wie für Weiterführung, für, sagen wir, alles. Gewinne, Weiterführung, Entwicklung, Forschung, etc. etc. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn du ein NFT besitzt, dass du immer einen Reflink hast. Also, wenn du einen Reflink besitzt, können Leute über deinen Link einen Deal machen. Wenn jemand einen Deal über deinen Link macht, sagen wir ein CMC Fast Track von 10.000 Dollar, dann bekommst du direkt 3%, weil es über deinen Link passiert ist. Also, für den 300 Dollar gehen direkt an dich. 3% gehen an PooDeals und 10%, das ist immer 10%, egal wann, werden wieder verteilt auf alle 350 Leute. Warum 350? 350, also man könnte auch hier sagen zuerst, warum kein Token? Man hätte das Ganze auch mit einem Token machen können. Das Problem bei einem Token ist folgendermaßen. Wenn man einen Token hat, liegt der Hauptfokus einerseits immer auf den Chart, auf den Preis. Und die Hauptutility wird nebensächlich. Man sieht es auch bei Pingsale zum Beispiel. Viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass Pingsale auch einen Token hat, der absolut irrelevant ist. Die Fees, die redistribuiert werden auf die Holders, sind halt mega, mega low, sehr, sehr klein, weil es halt mega viele Token-Holder gibt. In diesem Fall ist das Ganze ein bisschen exklusiver. Also das Ganze ist limitiert auf 350 Leute und es wird auch keine mehrere NFTs mehr geben. Also das sind die 350. Das heißt, die ganzen Fees werden immer auf 350 Leute verteilt. Wenn man halt jetzt mehr als ein NFT besitzt, dann sind es schon weniger. Dementsprechend kann man das Ganze eigentlich ziemlich exklusiv halten. Man kann die Rewards hochhalten. Man kann theoretisch, wenn das Volumen von den Deals sehr hoch ist, auch den Marktwert der NFTs hochbringen, automatisch, weil halt die Fees, also die Rewards. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, hey, was passiert hier, wenn ein Deal nicht erfolgreich war? Haben wir ja gesehen, wenn ein Deal nicht erfolgreich war, dann verlieren alle ihr Geld. Also wir reden hier von dem Dealbetrag plus die Sicherheitsdeposits. Das bedeutet, 70% des ganzen Deals, also sagen wir mal, jemand macht einen Fast Track, der Dienstleister macht auch noch ein Deposit, sagen wir, von 2.000 und Partei A macht noch 5.000. Haben wir insgesamt 17.000. Die kriegen sich in die Haare, die bekommen einfach keine Lösung. Der Stolz ist zu hoch bei beiden. Beide sind absolut mit Testosteron gespritzte Männer, die sagen: Weißt du was? Lieber verliere ich mein Geld, dass du was bekommst. Halt dumm. Aber in diesem Sinne
würde der Deal hier platzen, das ganze Geld würde aufgeteilt werden. 70% wird redistribuiert auf alle NFT-Holder, 30% geht an Pudels. Genau. Okay. Und bei, genau, ja. Na, geht schon. Entschuldige. Na, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass das Ganze auch bei den absoluten Werten der Fall sein wird. Also, es, was jetzt zum Beispiel noch nicht im FIQ und White Paper alles integriert ist, ist auch ein V1 White Paper, das halt mit der Zeit immer mehr Sachen dazukommen werden. Zum Beispiel Ads ist auch etwas, was man easy integrieren kann. Dass zum Beispiel Ad Revenues auch wieder redistribuiert werden auf die NFT-Holder. Die absoluten Fees und Commissions, zum Beispiel für diese Influencer-Deals, können auch wieder redistribuiert werden auf die Holder. Also das Ganze kann man eigentlich sehr, sehr gut skalieren. Können oder werden? Werden auf jeden Fall. Können, ich sag können, im Sinne von, wenn eine Zusatzutility kommt. Also wenn eine Zusatzutility kommt, dann wird ein NFT-Holder davon profitieren. So meine ich das. Okay. Diese 16% sind die auf das gesamte Geld inklusive Security Deposit gerechnet oder sind die nur auf das Security Deposit gerechnet, was beide hinterlegen müssen und nicht auf den Zahlungsbetrag? Die 16% sind immer nur auf den Zahlungsbetrag. Okay, das heißt quasi, dass ich Geld hinterlege, das ist gebührenfrei. Ja, genau. Okay, das ist auch schon mal wichtig. Das heißt, du hast quasi dadurch, dass die Leute über die NFT-Reflinks quasi die Deals zustande kommen lassen, auch irgendwo ein Marketing-Werkzeug geschaffen, dass du sagst, okay, die Leute sind wirklich aktiv daran interessiert, dass diese Plattform verwendet und verbreitet wird. Das finde ich genau. Schon. Genau, also das ist ein guter Punkt mit dem Marketing-Tool. Zum Beispiel diese Leute, die halt immer in diese Gruppe gehen und ihre Dienstleistungen schillen, dass man diese Leute kriegt man schnell in eine Gruppe, wenn man sie haben möchte. Also man sucht sich einige Gruppen aus, die man merkt, okay, die sind ziemlich gebottet und da sind wirklich nur so Dienstleister drin. Und man sagt, hey, Leute, hört zu, ihr bietet alle Dienstleistungen an, aber macht das doch über Pudels. Ihr könnt doch einfach dazu werden, hey, hört zu, ich biete das und das an und der Deal geht über Pudels. So, seid ihr abgesichert. So. Also das ist so ein weiteres Tool. Man muss diese Leute nicht wegschicken und sagen, hey, ich habe nichts für dich. So, im Gegenteil, man kann sagen, hey, ich brauche deine Dienstleistung nicht, aber du kannst unsere Plattform benutzen, um deine Dienstleistungen eigentlich zu vermarkten. Mhm. Das ist ein spannender Gedanke. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Wie ist denn das genau mit den NFTs? Die sind ja, ihr seid ja generell auf der Binance Smart Chain. Habt ihr da einen eigenen Marktplatz dafür? Nutzt ihr da irgendeinen externen Marktplatz? Wie ist denn das geplant? Also der Marktplatz, wo man die NFTs halt kaufen und verkaufen werden kann, ist auch auf der eigenen DApp dann verfügbar. Also wir planen jetzt nicht noch einen generellen Marketplace zu machen, dass man jede NFTs da, ja sagen wir, vielleicht schon, ich möchte nichts in Stein meißeln, aber die Idee ist eigentlich, dass auf dem Markt, also hier auf der Website, hier einfach noch Marketplace ist. Also du connectest dein Wallet, du hast dein Marketplace hier, du kannst dein NFT verkaufen, kaufen. Ist nicht eine Kunst, also erfordert nicht viel Arbeit, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist da auch etwas, was gut realisiert werden kann und wird, auch in naher Zukunft. Also auch hier hat man zum Beispiel eine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man jetzt sich 3-4 NFTs geholt hat und man möchte schon vielleicht mit einem NFT einen kurzfristigen Gewinn erzielen, sagen wir, wir sind mit dieser Phase hier fertig, der Marketplace ist online und man hat es für 1,19 BNB gekauft und wir sind jetzt in dieser Phase, dann kannst du eigentlich dein NFT für 1,69 oder sagen wir 1,78 BNB auf dem Marketplace verkaufen, so, und dann wird es weggehen.
theoretisch, mathematisch, weil wenn sich jemand entscheiden würde in diesem Bereich sagen, ich kaufe mir NFT und sieht, okay, 1,79, ich gehe auf den Marketplace, 1,78, ja, ist billiger, ich kaufe das. So. Nach Angebot und Nachfrage, klar. Also Marketplace wird auf der eigenen D-App sein, auf jeden Fall, weil wir die Möglichkeit haben und etwas Eigenes einfach cooler ist. Wie das Ganze dann auf der Ethereum-Seite sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das dann auf OpenSea ist oder auf OpenSea und Pudils. Aber ich würde sagen, dass eigentlich nichts dagegen spricht, auch auf OpenSea zu sein, weil das im Endeffekt Free Exposure ist, also mehr Präsenz. Mhm. Du hast das recht gut gerade angesprochen. Soweit ich weiß, jetzt im Moment werden ja die Dienstleistungen in BNB und BUSD quasi zahlbar sein. Habt ihr da auch noch andere Coins, Token als Zahlungsmittel zu akzeptieren? Ist das technisch umsetzbar? Wie sieht denn da das Ganze aus? Weil du jetzt auch gerade sagst, Ethereum. Ist dann eine Ethereum-Version auch geplant mit Ethereum-NFTs oder... Du wirfst gerade viele Fragen auf, sag ich einmal. Ja, also bezüglich Kryptowährung oder Tokens, die man als Zahlung annehmen kann, ist halt wichtig, dass es sich um einen Token handelt, der halt auf eine Art und Weise, sagen wir im Kryptobereich, einigermaßen nicht zu volatil ist. Also in Anführungsstrichen, weil alles ist sehr volatil. Aber sagen wir mal, BNB ist ein stabiler Coin. Binance USD ist ein Stablecoin. Andere Coins können in Frage kommen, sind technisch auch umsetzbar. Die Frage ist, ob das jemand braucht. Also möchte jemand mit XRP eine Dienstleistung zahlen auf der Binance Smart Chain? Eher weniger. Möchte jemand mit Solana auf der Binance Smart Chain zahlen? Ob es das überhaupt gibt, weiß ich nicht. Aber vielmehr kann ich sagen, dass sobald alles auf der Binance Smart Chain steht, sicherlich wichtig ist, das Ganze größer zu machen. Also sich auf eine Nische zu konzentrieren, ist sicher wichtig am Anfang so. Wenn man sieht, okay, das Ganze läuft ziemlich gut, dann kann man das Ganze oder werden wir das Ganze auch auf Ethereum zur Verfügung stellen, also auf dem ERC20-Netzwerk, weil an sich das Ganze eigentlich ziemlich gleich ist, wenn nicht fast alles gleich. Also vielleicht, wenn Flo noch hier ist, kann er etwas dazu sagen. Aber soweit ich weiß, ist halt BNB, also die BEP20-Chain, halt ein Fork von Ethereum. An sich sind die Smart Contracts hier ziemlich gleich. Was man halt machen müsste, man möchte das Frontend wechseln. Man müsste diese BNB in Ethereum umschreiben im Frontend. Aber an sich würde das Ganze eigentlich auch funktionieren dann auf Ethereum, also auf ERC20. Und man könnte auch Zahlungen auf dem ERC20-Netzwerk machen mit dementsprechend Stablecoins oder halt Ethereum selbst. Aber was ich eigentlich sagen kann zu deiner Frage, wir werden wahrscheinlich nie kleinere Tokens als Zahlung annehmen für diese Hauptdeals. Das auf jeden Fall wahrscheinlich nicht, weil die halt einfach zu volatil sind. Also du kannst nicht einen Deal mit einem neuen Shitcoin machen und 3 Tage später hat es nichts mehr wert. So. Aber die größten und stabilsten werden inkludiert werden. Mhm. Was ich mich nur gerade frage, ich meine, ich verstehe schon, dass man gewisse Coins nicht als Zahlungsmittel braucht wahrscheinlich, weil du eben sagst, ja, mit Ripple wird wahrscheinlich jetzt keiner zahlen. Absolut verständlich. Aber wie schaut denn das Ganze jetzt einfach aus, wenn ich sage, okay, im Prinzip ist ja die Chain eigentlich uninteressant, weil es geht ja nur darum, dass man eure Dienstleistung quasi über die Binance Smart Chain bezieht. Ja? Aber das heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass diese Dienstleistung nicht jemand beziehen kann, der halt überwiegend auf Ethereum oder anderen Währungen unterwegs ist oder zahlt. Zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich zahle mit, weiß ich nicht, was gibt's da, USDC oder mit Tether oder was auch immer, weißt du, was ich meine? Das ist ja dann wurscht, da geht es nur darum, dass dann die Token im Hintergrund irgendwo über die Chain halt laufen. Oder ist das dann so geplant, dass du sagst, okay, es kommen Ethereum-NFTs und
da kann man dann halt einfach mit Ethereum das Ganze machen. Obwohl es ja eigentlich beides dasselbe ist, nur auf einer anderen Chain. Genau, ja. Das wäre eigentlich dann die Zukunftsvision, wie es auch im White Paper ist, dass man das Ganze dann nach, sagen wir, erfolgreichen Implementieren und Nutzung von allem auf der Binance Smart Chain dann auch sekundär auf Ethereum launcht. Also das Ganze dann hier mit einem Klick Swap to Ethereum und dann sieht die ganze Seite genau gleich aus, einfach mit Ethereum. Die Übergangslösung wird natürlich sein, sobald das Ganze läuft und gut läuft, dass man merkt, okay, wir fangen jetzt langsam an, das Ganze auch für Ethereum zu starten, dass man, sagen wir, wenn die Nachfrage kommt, hey, die Plattform ist so cool, aber ich mache nur Ethereum, und das vermehrt kommt und wir wirklich dann anfangen, nächsten Schritt das Ganze für Ethereum zu planen, dass man zum Beispiel zu Beginn hier eine Bridge verlinken kann mit einem kleinen Tutorial und sagen kann, hey, Ethereum kommt bald, use this bridge für deine Ethereum, für diesen Deal in BNB oder Boost umzuwechseln. Und sobald das dann getätigt ist, dass man das Ganze dann auch auf Ethereum machen kann und auch mit NFTs auf Ethereum. Aber das wäre dann halt alles separat, also doppelt separat. Also das würde nicht vermischt werden. Mhm. Ist jetzt eine sehr eigennützige Frage auch irgendwo, aber sicher auch interessant für den einen oder anderen. Ist da irgendwas geplant? Weil ich sage zum Beispiel, Ethereum ist ja eine Chain, wo sehr viel Kapital vorhanden ist, sage ich jetzt mal. Ist da irgendwas geplant, dass man vielleicht sagt, okay, man macht dort Hausnummer 700 NFTs auf Ethereum und Leute, die NFTs auf BSC erhalten, kriegen einen Special-Preis oder kriegen eins als Airdrop? Ist da irgendwas geplant? Habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht? Also Gedanken, ehrlich gesagt, wirklich ehrlich gesagt gar nichts, aber was ich halt immer gepflegt habe oder auch bei meinem alten Projekt als wichtig empfunden habe, dass Leute, die zu Beginn etwas unterstützt haben, auch, sagen wir, die Möglichkeit bekommen werden, vorher zu profitieren, bevor die neuen Leute profitieren können, sagen wir es so. Mhm. Ja gut, das habe ich auch schon mitbekommen, dass du jetzt eigentlich eher gesagt hast, dass du jetzt mal nur so im deutschen Raum mal startest, das Ganze langsam unter die Leute zu bringen, damit eben halt mal so nach dem Motto, wie es der Willi so schön gesagt hat, Family and Friends mal die Möglichkeit haben, bevor man dann überhaupt einmal anfängt, das Ganze international zu vermarkten. Genau, ja. Und ja, mit dem noch gesagt, also bei einem Token ist es ja halt so, wenn du die Anfangsleute da, sagen, mit integrierst, dann machen die halt meistens immer gute Profits. Und ich habe mir jetzt halt wirklich, also wir haben uns lange, das ganze Team hat sich lange überlegt, hey, wie können wir allen einen Mehrwert bieten? So, ohne dass das Ganze dann so, weil meistens hat ein Token dann immer so, okay, der und der profitieren, aber der Letzte profitiert nicht mehr so. Und dann geht es runter und die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal hochgeht, ist wirklich in den Sternen. So. Haben wir uns wirklich lange überlegt, wie können wir das anstellen, und sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir halt die Kombination haben aus Referral Links und der Plattform an sich und explizit keinen Token machen. Also der Token ist eigentlich, man hätte auch theoretisch einen Token erstellen können und das Ganze so machen, aber auch da wären einige durch emotionale Entscheidungen vielleicht gerackt geworden, hätten Gewinne vielleicht nicht realisiert, hätten Gewinne realisiert und hätten auf das Projekt keinen Fokus gelegt, etc. Also ganz, ganz viele Sachen. In dem Fall haben wir uns einfach wirklich überlegt, hey, wir sind jetzt lieber großzügig, aber haben und schaffen einen Mehrwert für sehr, sehr viele Leute. So, einerseits machen wir eine Plattform, die eigentlich genutzt wird, weil die Nachfrage danach herrscht. Wenn jemand die Plattform used oder braucht, dann macht er das nicht eigentlich, um Geld zu erzielen, sondern um Geld nicht zu verlieren. Okay? Dementsprechend fangen Gebühren an. Diese Gebühren werden auf Leute verteilt, die ein NFT besitzen. So. Jetzt, was ist mit den Leuten, die ein NFT besitzen? Also die Leute, die ein NFT besitzen, die bekommen dann einen Referral-Link. Bedeutet, die haben so eigentlich wie einen Zusatzbonus. Also das Ganze ist nicht auf
der Idee basiert, dass man jetzt nur diesen Referral-Link hat und mit dem eigentlich das ganze Geld machen möchte. Das ist eigentlich wirklich nur ein Bonus. Also das ist eine Marketingstrategie, die eigentlich häufig überall verwendet wird. Also Coinbase hat ein Referral-System, Binance hat ein Referral-System, sogar Zalando, Amazon, also sehr, 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 sehr viele, also fast alle Big Companies haben ein Referral-System mit Affiliate etc. Wichtig ist einfach immer bei diesen Referrals, dass am Ende ein Produkt dahinter ist. Wenn kein Produkt dahinter ist, dann ist es ein Schneeballsystem oder ein Ponzi. Also wenn du ein Token hast und du hast ein Referral-System und du bekommst immer Geld durch den Ankauf eines anderen, aber im Endeffekt hast du nur sein Geld davon und sobald niemand mehr kauft, hast du nichts mehr davon. Hast du halt nichts mehr davon. So. In diesem Fall ist es so, wenn du ein NFT besitzt, bekommst du einen Referral-Link. Wenn du einen Referral-Link hast und jemand über deinen Link einkauft, bekommst du 25% des Minting-Preises direkt auf deinem Wallet. Das ist einfach so ein Zusatzbonus auch, um diesen ersten Leuten, also die Leute, die wir jetzt halt, sagen wir mal, das Projekt vorstellen, einerseits die Möglichkeit geben, bevor das Ganze eigentlich wirklich anfängt, schon, sagen wir, Geld zu verdienen. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit diesem Geld, weil ich spreche sehr, sehr lieber von Erfolg und der sehr gute Nebeneffekt davon ist Geld verdienen. Ich spreche nicht gerne von Geld verdienen, ich spreche auch nicht gerne von passiven Einkommen, weil an sich gibt es sowas nicht. Du musst immer etwas dafür tun. Aber in diesem Fall ist es halt so, wenn du einen Referral-Link hast, jemand über deinen Link ein NFT kauft, bekommst du 25%. Im jetzigen Fall sind wir in dieser Periode, das sind 0,3 BNB. Hier werden es dann mehr, hier werden es dann mehr, hier werden es dann mehr. So. Klar, wenn du der 349. bist und dann keinen mehr referren kannst, so, dann hast du von dem Ganzen nichts mehr gehabt. Aber wenn du zu diesem Zeitpunkt hier ein NFT kaufst, dann kaufst du das NFT nicht mehr, weil du die Leute referren möchtest, sondern weil du siehst, ey, okay, ich kann damit passiv, sagen wir, passiv aktiv, also passiv, ich bekomme das Geld passiv, aber aktiv im Sinn von, ja, ich muss trotzdem noch für das aktiv sein in der Community, ich muss das Projekt irgendwo durch auch Leuten erzählen, weil so funktioniert DeFi, indem eine Community entsteht, indem Leute das brauchen, indem Leute erzählen, so, hey, du wurdest gescammt, ey, mach doch Pudel, so, weißt du. Also so funktioniert das Ganze. Passiv an sich, sowas gibt es nicht. Also es ist immer aktiv-passiv, sage ich mal. Und im Dashboard hier hast du dann halt alles auch jetzt, ja, sagen wir, du hast ein gutes Board und du siehst, wie viele Referrals du bekommen hast, wie viele NFTs du hast und das werden dann die Fees sein, die du bekommst durch die Deals. Also die werden nicht automatisch, die Referrals werden automatisch kommen, aber die Rewards von den Deals, die musst du immer claimen. Also quasi die Shares, die ich bekomme fürs NFT halten, die muss ich claimen. Genau, ja, die musst du claimen. Einfach aus dem Grund, ich kann kurz sagen, warum. Weil wir ansonsten die Gasfees zahlen müssten. So. Also ganz ehrlich gesagt, das wäre dann, wenn das ein sehr, sehr hohes Volumen annehmen würde, dann summiert sich das. Dann ist das wirklich nicht mehr wenig Geld, wenn man das automatisiert. Deshalb ja, ist das mit Claimen nicht automatisch. Mhm. Würdest du sagen, so du hast ja gesagt, Zielgruppe auf der einen Seite ist eben der DeFi-Space. Hast du doch irgendwie geplant, ich sage jetzt mal, andere Märkte sind ja da auch sehr aktiv, kann ich mir vorstellen, gerade im asiatischen oder südamerikanischen Raum, dass du da irgendwo was machst, sage ich jetzt mal, um die Leute da auf dich aufmerksam zu machen, weil du hast ja da trotzdem die Sprachbarriere irgendwo. Sí, claro que tengo problema para hablar. Nein, aber es gibt immer Sprachbarrieren so und das ist halt dann etwas, was man in Zukunft, sagen wir, lösen muss. Aber es ist halt immer etwas, was zu einem gewissen Zeitpunkt kommt, wo man dann skalieren muss. Also man sieht, ich gehe stark davon aus, dass PinkSale oder die Founder dahinter sehr viele Ideen, die sie jetzt umgesetzt haben, auch schon zu Beginn hatten, weißt du. Aber sich einfach wirklich von Zeit zu Zeit wirklich erstmal auf etwas konzentriert haben. Und dann, sobald das erreicht wurde, skaliert wurde, dann ging man zum nächsten Schritt und dann zum nächsten Schritt und dann zum nächsten Schritt. Und das wird das Gleiche hier sein. Also
Wenn man merkt, hey, wir haben das Ganze jetzt auf so viele Punkte skaliert, jetzt wird es eigentlich Zeit, das Ganze auch noch in anderen Sprachen, ja, sagen wir mal, größer zu machen. So, dann, wenn natürlich dann alles stimmt, also das Volumen stimmt, die Plattform stimmt, die Community stimmt, so, dann ist das, das, sagen wir, Barrieren, die man lösen kann, indem man halt Kontakte erstellt mit Leuten, die doppelsprachig sind, die auch im DeFi-Space ein gutes Netzwerk besitzen und von dem Space wissen und die helfen, sowas aufzubauen. Also zu dem richtigen Zeitpunkt ist eigentlich immer alles machbar, technisch und auch, sagen wir mal, wenn es zum Punkt kommt, dass man halt auch Sprachbarrieren hat. Ich sehe, die Spanische überbrückst du ja recht gut. Ja, das sollte eigentlich schon gehen. Also bei einigen, sagen wir, schwierigen Wörtern hätte ich auch sehr, sehr große Schwierigkeiten. Aber zum Glück gibt es Leute, die das perfekt beherrschen. Der William hat da eh schon ein bisschen was geschildert. Du sprichst ja 5 Sprachen, soweit ich weiß, oder? Ja, also nicht perfekt. Auf jeden Fall nicht perfekt. Also ich würde sagen, Englisch, Deutsch, Italienisch ist sicher sehr gut und die anderen Sprachen, man versteht sich, sagen wir so. Okay, also du findest überall heim. Ja, auf jeden Fall, das geht schon. Aber auf keinen Fall ein Profi oder kein Einheimischer, sagen wir es so. Verstehe. Würdest du sagen, dass du irgendwo von den Märkten her so einen speziellen Fokus legst, dass du sagst, okay, wichtig ist jetzt mal Asien oder Amerika, Südamerika, dass man da eben speziell die Communities angeht? Hast du da irgendeinen Schlachtplan, sage ich jetzt mal? Ja, also es gibt halt Zielgruppen für, sagen wir mal, NFT-Holder, es gibt Zielgruppen für Dienstleistungen, es gibt Zielgruppen für die Leute, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Also ich würde ganz klar sagen, dass die Zielgruppe für die Dienstleister sicherlich USA, Asien ist, weil USA und Asien sehr viele Leute haben, die Dienstleistungen anbieten, aber halt manchmal auch, also USA ist ausgelassen, aber Asien halt diese Sprachbarrieren haben und oft als Betrüger rüberkommen. Viele Leute sind halt eigentlich ziemlich kompetent, aber die schicken dir eine, keine Ahnung, 7000 Wörter Message, hey Sir, my name is, und dann schaltet es schon ab, so. Und die Idee ist eigentlich, diese Leute so wie aufzunehmen, ein bisschen Education zu geben und zu sagen, hey, diese Nachricht sieht so und so aus, integrier doch das und das und dann geht es schon vielleicht besser. So. Und die Zielgruppe für die Dienstnehmer, ich sage dir ehrlich, das sind eigentlich mehr reiche Leute, wenn ich ehrlich bin. Reiche Leute nicht im Sinn von Leute, die viel Geld haben aufgrund ihres Wohlstandes, sondern Leute, die halt Projekte haben, Private Sales hatten, Pre-Sales hatten und dementsprechend jetzt Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und ihr denkt euch vielleicht, wirklich viele denken sich, hey, wenn ein Projekt etwas macht, dann haben die alles schon vorbereitet. Aber das stimmt nicht. Also sehr viele Projekte, die haben A und B geplant, aber C, D, E, F, G haben sie gar nicht geplant. Sie haben einen Dev, der ihnen das und das macht, aber das war es auch schon. Dann müssen sie sich auf die Suche machen nach neuen Leuten. Die haben das Geld, aber sie haben nicht die Kontakte. So. Das heißt, ihr müsst euch die Frage stellen, warum wartet man immer so lange auf etwas, bis es kommt? So. Die meiste Zeit sind wirklich Wartezeiten. Die Wartezeiten, jemanden zu finden, der das wirklich seriös machen kann. So. Und das, was Leute nicht verstehen, ist, dass diese Developer sind wirklich normale Menschen. Das sind nicht DeFi-Leute. Das sind Leute, die 9-to-5 arbeiten. Die arbeiten wirklich, die stehen auf, arbeiten, gehen zu Bett. So. Die haben Feierabend. Die machen da nichts mehr. Samstag, Sonntag arbeiten die nicht so. Und dementsprechend ist es schwierig, diese Leute zu finden. So. Und wir versuchen halt diese reichen Leute, diese reichen Project Owner, sagen wir mal Europa, Mitteleuropa, aber auch USA, weil USA und Europa sind generell, geben mehr Geld aus, so, sind auch offener, mehr Geld auszugeben. Wenn ein Asiate zum Beispiel viel Geld hat durch einen Pre-Sale, dann der ist nicht dumm. Der weiß, hey, jemand von meinem Land bietet diese Dienstleistung für ein Zehntel des Preises an. Ich bezahle jetzt nicht in Europa das Zehnfache. So.
Ja, aber indem ein Asiate, der eine Dienstleistung anbietet, sagen würde, hey, ich würde Tag und Nacht arbeiten, nur für den Bruchteil des Geldes. So. Also wir versuchen da schon, sagen wir mal, noch einige Statistiken so auszuheben, so wie ist halt schwierig, weil das Ganze sehr undurchlässig ist. Also wo willst du diese Statistiken erheben? Umfragen bei Project Owner, das ist möglich auf jeden Fall, aber an sich ist es schon Word of Mouth. Also man weiß ungefähr, wer die guten Leute sind, wer die schlechten Leute sind. Und ja, da muss man halt die Rückschlüsse ziehen und diese Leute dann auch dazu animieren, das Ganze weiter zu empfehlen. Das heißt, man hat dann auch irgendwo quasi die Möglichkeit, dass man sagt, man findet dann Dienstleister, mit denen man eigentlich sonst keinen Kontakt gehabt hätte, zu einem sehr günstigen Preis für europäische oder amerikanische Verhältnisse, sage ich jetzt einmal. Dadurch, dass man sich das eben zunutze macht, dass die eben ein unterschiedliches Lohnniveau in den jeweiligen Regionen haben. Genau, ja, genau. Also das Ganze kann halt positive und negative Effekte haben. So, ein negativer Effekt kann natürlich sein, und das sage ich offen und ehrlich, dass zum Beispiel, wenn jemand aus einem asiatischen Land die Dienstleistung immer für sehr wenig Geld angeboten hat, aber dann, sagen wir, durch Pro-Deals ein höheres Ranking bekommt, sagen, der macht alles perfekt, dann geht er mit dem Preis rauf. So. Positiv im Sinne von, man hilft einer Person, die halt mehr Geld verdient, weil es eigentlich theoretisch auch verdient hat. Negativ für die Person, die die Dienstleistung in Anspruch nimmt, weil es natürlich teurer wurde. So. Aber irgendwo durch muss man auch das Risiko minimieren und dafür zahlt man immer einen Preis. Also man kann nicht alles haben. Das stimmt schon. Ja. Aber wie gesagt, ich finde das gut. Ich bin generell ein Mensch, der sagt, gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Also ist das, finde ich das human, und du wirst unterm Strich, schätze ich mal, immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Auf jeden Fall. Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass wir sehr, sehr viele Leute kennengelernt haben auf dem Weg. Leute, die wirklich fast gar nichts verlangt haben, Leute, die sehr viel verlangt haben. Entschuldigung. Und im Endeffekt muss ich sagen, dass wir jemanden kennengelernt haben aus Europa, der bietet alles an. Also von A nach B, der kann alles machen, schnell machen, sauber machen, mit Qualität machen, seriös machen, mit Rechnung und alles. Aber er ist teuer. Aber ich gehe immer oder würde immer wieder zu ihm zurückkehren, weil er die Arbeit sehr gut macht. So. Weil ich weiß genau, was ich bekomme. So. Ich muss keine Angst haben, dass es nicht gut ist, dass es nicht seriös ist, dass ich warten muss. So. Dementsprechend genau. Also gute Arbeit sollte gut bezahlt werden. Du hast mich da gerade eine spannende Frage gebracht. Wird es möglich sein, sich über eure Website eine Rechnung schreiben zu lassen? Oder ich sag's mal so, es gibt ja sicher, es gibt die Dienstleister, sage ich jetzt mal, die das Ganze wahrscheinlich irgendwie steueroptimiert machen oder halt sagen, das interessiert sie nicht, aber dann wird es sicher auch die Leute geben, die sagen, okay, ich bräuchte eine Rechnung. Ich weiß nicht, ob die dann einfach den Auszug aus der Blockchain nehmen. Falls sie das machen würden, würde sich dann für mich ja auch die Frage stellen, wie das dann ist seitens von Finanzbehörden, weil die würden ja dann auch sagen, hey, da laufen ja viele Dienstleistungen über diese Plattform. Wie ist denn das da eigentlich mit den Rechnungen? Also knapp gesagt, ist möglich. Ist auf jeden Fall möglich, das Ganze automatisieren mit einem Klick zu generieren. Also das Ganze kann man alles auslesen. Mit einem Klick kann man ein PDF eigentlich generieren. Also in dieser Uhrzeit wurde der Deal gemacht zwischen diesem Wallet und diesem Wallet. Das war das Sicherheitsdeposit, das war der Deal-Amount um diese Uhrzeit. Und dementsprechend kann man dann auch noch ein Feld offen lassen mit, dass die Leute dann selbst ausfüllen können, was es dann genau ging in diesem Deal und anschließend, wenn der Deal fertig ist, die schlussendliche Bezahlung. Also zu dieser Frage, ob das möglich ist, auf jeden Fall ja. Und wie das einige Länder für sich handhaben, sagen wir so, ich denke auch, dass die meisten einfach so einen Auszug aus der Blockchain geben, also das Ganze exportieren und dann den Steuern geben, genau. Wie ist denn das bei euch genau? Weil du hast ja gesagt, der dezentrale Gedanke steht ja an erster Stelle bei euch irgendwo.
Zeit, die ihr irgendwo als Person, sage ich jetzt mal, mit Ausweis registriert, dass Behörden zu euch kommen könnten und sagen könnten, gebt Daten raus, beziehungsweise ihr hättet ja dann eigentlich eh nur die Blockchain-Daten, oder? Und die könnten sie selber in der Blockchain einsehen. Also das würde dann ja auch keinen Sinn machen. Also, ja, zu deiner Frage, wir haben an sich keine Daten, die jemand anderes nicht haben könnte. Also alles, was wir sehen würden, würde jeder sehen, sagen wir es so. Mhm. Okay. Stimmt, ja. Ist auch ein guter Punkt. Das heißt, man müsste sich da jetzt theoretisch, wenn man keine Wallet angibt, die irgendwo registriert ist, nicht einmal um solche Sachen Gedanken machen. Jetzt nur in der Theorie. Nein, an sich nicht, weil, also so wie die Regulierungen jetzt in der EU aussehen, ist es ja eigentlich so, dass in naher Zukunft jede Transaktion, glaube ich, über 1000 Euro oder so, so ein KYC benötigt etc. Also ja, wäre an sich, wir sind ja kein Exchange, das Geld auszahlt oder verwaltet. Also wir sind auch kein Finanzintermediär, wir sind gar nichts. Wir sind eigentlich nur ein Interface und Leute interagieren mit Smart Contracts dezentral. Also an sich ist da nichts. So, wir haben kein Geld, wir verwalten kein Geld, das machen die Leute alles selbst über Smart Contracts, also über die Blockchain. So. Mhm. Wir haben ja, du hast ja vorher gesagt, dass die Leute, die sich dann bei euch listen lassen, eine absolute Gebühr zahlen. Zum einen, wie hoch ist diese absolute Gebühr? Weiß man das ungefähr? Und was passiert dann mit dieser absoluten Gebühr? Also eine genaue Zahl haben wir noch nicht. Ich möchte auch nicht jetzt das in den Raum werfen, aber sagen wir so, unter 1 BNB und über 0,3 BNB, sagen wir es so. Weil aus dem Grund, jeder wird sich dort listen können. Das bedeutet irgendwo durch, dass sich vielleicht auch Betrüger darunter vermischen werden. Wichtig ist es halt, auf diesen Verified Badge zu schauen. Man wird dann auch diesen Badge bekommen können, wenn man einige, sagen wir, Requirements fulfilled, also bestätigt. Das geht eigentlich meistens immer am besten durch Leute, die für dich Referenzen, also Referenzen, die für dich bürgen. Das wird meistens eigentlich so gehandhabt und ist eigentlich ziemlich gut. Aber auch da gibt es klare Disclaimer dann. Also im Endeffekt, man handelt immer auf eigene Gefahr. Also man kann nicht auf der Welt alles 100% sicher machen. Man muss für Geschäftstransaktionen auch ein gewisses Vertrauen mitbringen in die Gegenpartei. Ansonsten kann man nicht wirtschaftlich interagieren mit anderen Menschen, anderen Geschäften. Diese Gebühr wird dann genau gleich eigentlich aufgeteilt zwischen Pudis und den NFT-Holder. Also 50-50 quasi. Das ist noch nicht bestimmt, aber auf jeden Fall fair, sagen wir fair. Also die NFT-Holder werden mehr bekommen als das Team. Okay, na, weil du gerade gesagt hast, werden gleich aufgeteilt, deswegen dachte ich eben so 50-50, so jeder die Hälfte deswegen. Oder meinst du quasi prozentuell dann, dass du sagst, jeder kriegt seinen Prozentsatz auf die Menge quasi gerechnet? Genau, ja, genau. Also werden wir noch, am besten werden wir das noch heraus evaluieren, was das Beste ist. Und dementsprechend dann auch bestimmen. Aber auf jeden Fall werden wir immer diese NFT-Holder dann mit einberechnen, dass auch hier ein Profit besteht für diese. Mhm. Du hast ja gesagt, beziehungsweise stelle ich mir auch irgendwo die Frage, kann man sagen, dass es eventuell ein Interesse von euch wäre, Sachen wie Fiverr zum Beispiel Konkurrenz zu machen, weil ihr eben geringere Gebühren habt und anonymer seid? Also ist das irgendwas, wo ihr euch Gedanken schon drüber gemacht habt, wo ihr sagt, ja, nein, muss man sich noch anschauen? Schwierig zu sagen. Also was heißt hier Konkurrenz zu machen? Also ich finde persönlich, dass Kooperation und Zusammenarbeiten meistens immer besser sind auf dem Markt.
weil somit beide profitieren können, anstatt jemanden versuchen zu wegzumonopolisieren. Aber an sich finde ich trotzdem, dass das immer noch zwei verschiedene Märkte sind. Also auf Fiverr findet man halt 99% der Leute, die absolut keine Ahnung haben vom DeFi. Also die wissen nicht, was dezentrale Finanzen bedeuten, was, wie man mit denen umgeht, was ein Wallet ist, was ein Private Key ist. Also diese Umstellung, diese Freelancer dann, sagen wir zu sagen, hey, mach das alles über DeFi. Ich denke, das sind noch einige Jahre so, bis das bei sehr, sehr viel, bei der Mehrheit der Menschen ankommt. Also momentan sind wir vielleicht bei 1% der Menschheit, die weiß, was hier abgeht, so was im DeFi abgeht. So. Also jetzt hier von einer Konkurrenz spreche mit einem Multimillionenunternehmen, wäre schon gewagt, wenn ich ehrlich bin. Aber mit der Zeit wird man halt sehen, wo das ganze DeFi hingehen wird. Und ja, sag niemals nie. Also das Ganze ist auf jeden Fall von der Idee und von dem Konzept her sehr stark skalierbar. Und man wird sowas in der Zukunft sehen, ob diese Konkurrenzfähigkeit zustande kommen kann. Weil was ich halt irgendwo sehe, ist, ihr macht ja eigentlich zwei verschiedene Sachen. Zum einen eben, dass ihr sagt, okay, der Smart Contract agiert als eine Art Treuhänder, um eben Sicherheit zu schaffen. Aber auf der anderen Seite bietet sie ja auch eine Plattform quasi, wo Leute Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder anbieten können. Es passt zusammen, es spielt zusammen, aber es sind ja zwei Zweige, sage ich jetzt einmal, auf denen man unabhängig voneinander enorm aufbauen kann. Und die sich halt dann auch, je höher der eine oder je größer der eine Zweig ist, desto mehr spielt er dem anderen dann noch in die Karten. Und da war eben dann die Frage, okay, wenn man das jetzt Ganze ein bisschen weiter denkt und sagt, okay, das Grundprinzip ist zwar der DeFi-Space oder die Grundidee liegt im DeFi-Space, aber man hat ja auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, auf der anderen Seite attackiert man dann auch quasi die echte Welt, echte Dienstleister und listet da dann eben Services und Dienstleistungen, die man halt dann in Fiat oder Krypto quasi abwickeln kann. Dass man vielleicht eine Fiat-On-Ramp macht. Ich meine, ich weiß, es ist ja eine irrsinnige Arbeit dahinter, es ist ja ein irrsinniges Kapital vonnöten, um sowas zu realisieren. Aber wäre das grundsätzlich was, wo du sagst, okay, wäre eigentlich schon wünschenswert, dass wir da mal hingehen? Oder ist das jetzt noch so weit entfernt, dass ihr da noch gar keine Gedanken drüber macht im Moment? Also wünschenswert ist es auf jeden Fall. Ich finde einfach, es wäre ein wenig unprofessionell auf meiner Seite oder von meiner Seite her zu sagen, das wird auf jeden Fall realisierbar sein. Die Motivation und die Ideen, das Ganze zu realisieren, sind auf jeden Fall vorhanden. So, und die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten auf jeden Fall so. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass mit der Zeit, mit dem Wachstum immer neue Leute an Bord kommen werden, die sagen werden, hey, ich mag dein Projekt und ich bin von dort und dort und wir könnten das und das machen. So, und das ist dann halt der Weg, wie man größer wird und wie man dann auch konkurrenzfähiger wird in Zukunft mit größeren Firmen etc. Deshalb, ja, zu deiner Frage, die Motivation und die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Diese Frage aber zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten mit einem Ja, ist halt, wäre unprofessionell, aber ich kann auch auf jeden Fall garantieren, dass wir motiviert genug sind, sowas anzustreben. Weil ich muss sagen, ich habe ja auch irgendwo, wie ich mir das Ding geholt habe, so im Hinterkopf den Gedanken gehabt, so. Okay, da war eben dieses Catboy-Projekt, das war ein Meme-Coin und das hat eigentlich schon ziemlich gut performt, muss ich sagen. Und da war in meinem Hinterkopf irgendwo so der Gedanke, so würde mich echt interessieren, was du jetzt umsetzt, wenn du jetzt mal wirklich so ein Projekt hast, wo nach oben hin jetzt eigentlich nicht so schnell eine Grenze kommt. Also das war auch so ein Ding, was mich animiert hat, dass ich mir gedacht habe, so okay. Würde ich echt geil finden zu sehen, wie du da performst. Und da bin ich eigentlich schon richtig gespannt drauf, muss ich sagen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Vertrauen auf jeden Fall. Und ja, das wäre auch so ein Punkt bei einem Token und
aber bei einem, sagen wir, Projekt, wo du darauf angewiesen bist, dass du halt immer genug Hype hast, und keine richtige Utility da ist, bist du als Person, die sowas anstreben willst, eigentlich manchmal in einem Dilemma, so, weil du willst und willst und du hast die Ideen, aber du kannst sie nicht kurzfristig umsetzen und die Leute dazu animieren, etwas zu pumpen, so, also etwas den Preis hochzuschießen, ohne dass es dann irgendwo durch einen Sinn hat. Warum? Also, weißt du, wie ich meine? So, man hat die Ideen, man hat die Utilities, aber man denkt sich halt trotzdem im Endeffekt, wenn man einen Token hat, so, was hat man davon, so? Also, man macht Geld, wenn man es früh kauft und später verkauft, so. Ich rede jetzt nicht von Capital, einfach allgemein Tokens. Aber was hast du davon, so? Was hast du für einen Mehrwert geboten der Menschheit, so, wenn, sagen wir mal, wenn NFTs nicht nur als Kunst angesehen werden? So, wenn du sagst, okay, du verkaufst NFTs und das ist Kunst, dann hast du ja, hat jemand eine Kunst von dir gekauft und er mag die Kunst, er macht sie anschauen und im Endeffekt ist er glücklich mit dem Preis, das er gezahlt hat für das NFT. Aber ich war immer bullish drauf und halt im Dilemma, dass ich nichts realisieren konnte, was so wie ein Ökosystem ist, das sich schließt und auch einen Mehrwert bietet. So, deshalb finde ich das Ganze eigentlich, ja, diese Idee hatte ich schon seit, ohne Spaß, seit 2 Jahren habe ich diese Idee eigentlich im Kopf, immer optimiert, immer verbessert. So, wie kann man es machen? Und das gibt's doch nicht. Und das muss man machen. Und ja, nach 2,5 Jahren muss ich sagen, habe ich das Glück, dass ich jetzt wirklich so das Team habe, die Kontakte habe und das Ganze umsetzen kann. Also, ja. Die ganze Arbeit ist eigentlich dahin hingeflossen, dass man jetzt die ganze Infrastruktur hat und das Ganze realisieren kann und man das Wissen hat. So. Also es war nicht umsonst diese harte Arbeit, nächtelang wach sein, koordinieren etc. Also im Endeffekt hat sich schon gelohnt. Ich muss sagen, das war auch so eine von den Sachen, die mich eigentlich so persönlich angesprochen haben, weil auf der einen Seite, ich mag NFTs einfach, weil es nette Bilder sind, aber sie sollten halt auch irgendwo im Optimalfall einen anderen Nutzen haben, als dass sie viel wert sind, einfach nur weil sie andere Leute kaufen. Und das einfach nur, wie du eben sagst, aus Hype oder Nachfrage, weil es halt irgendwann verblassen kann. Und wie du eben auch gesagt hast, Token hast du halt auch gerade am Anfang bei noch kleineren Projekten immer diesen Pump-and-Dump-Aspekt. Und da habe ich es halt einfach nice gefunden, dass ich sage, okay, ich hole mir ein NFT, da brauche ich mir keine Gedanken drüber machen, pumpt das jetzt, geht das runter. Man wird sicher auch NFT-Flipper geben, die sagen, okay, kaufe ich und verkaufe es für 25% mehr in der nächsten Runde, soll auch ihre Daseinsberechtigung haben oder so. Aber ich denke jetzt mal, am meisten Sinn wird es machen, wenn das Ganze eben aufgeht. Und daran wird man ja glauben, wenn man in das Projekt investiert, dass man die Dinge halt einfach hält und nicht weiterverkauft. Weil ich glaube, ich habe das eh vor ein, 2 Tagen nochmal in die Gruppe reingeschrieben. Kein Mensch wird, wenn, sag mal, du kommst zu mir und sagst, hey, gib mir deinen Apfelbaum, dafür gebe ich dir jetzt 100 Äpfel. Warum sollte ich dir meinen Apfelbaum geben, wenn ich einfach 5 Monate warten kann und mir die 100 Äpfel selber pflücken kann? Das macht halt keinen Sinn, ne? Und da habe ich es halt recht nett gefunden. Weißt du, holst du das NFT und wartest. Und schaust einfach zu, dass du performst. Also fühl dich motiviert. Wir beobachten dich alle. Super, super. Ja, also das mit dieser Vergleich ist sehr, sehr perfekt. Nur, dass du halt vielleicht anfügen könntest, dass du in diesem Fall, sagen wir, du hast aber noch Samen. Also du hast so wie Samen von diesem Apfelbaum und du kannst diese Samen anderen Leuten geben und wenn sie das pflücken, bekommst du 25% der Äpfel. Also in diesem Fall wäre es das Referral-System. Also wenn du einfach wartest und du überzeugt bist vom Produkt und vom Projekt, ich bin immer dagegen von eigentlich einfach etwas zu shillen. Ich bin immer auch Freunde und Familien solltet ihr nie so integrieren in finanzielle Sachen. Aber allgemein, wenn ihr Leute von Krypto kennt und ein NFT besitzt und ihnen das Projekt vorstellt und diese Person sagt, hey, das überzeugt mich sehr, dann nützt die Chance und sagt, hey, brauche mein Referral-Link, ich bekomme 25%. Wir können das aufteilen. Wenn du mir gönnst, dann kann ich es gerne behalten. Aber ja, also so eine kleine Motivation halt, dass man irgendwo durch belohnt wird fürs, sagen wir, warten und chillen. Nicht chillen, aber weiterempfehlen oder
weiter erzählen. Ja, einfach dadurch, dass man halt hilft, das Ganze groß zu machen. Ist halt ein gutes, wie wir schon gesagt haben, ist einfach ein gutes Marketing-Tool, um eben auch zu schauen, dass die Leute eben Bock drauf haben, das Ganze groß zu machen und zu verbreiten, weil es halt irgendwo davon lebt, ne? Genau. Was mich noch interessieren wird, die NFTs unterscheiden sich ja nur im Optischen, oder? Haben die auch irgendeinen Seltenheitswert, der im Hintergrund berechnet wird oder verschiedene Eigenschaften? Also diese Frage habe ich schon oft gestellt bekommen und ich kann sagen, von den Metadaten her, nein, die sind alle genau gleich. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, aber sagen wir so, es wird noch was kommen. So. Also könnte es passieren, dass, weil das ja gerade so optisch ins Auge spricht und springt und das so eine gängige Vermutung wird, dass man zum Beispiel sagen könnte, in jeder Stufe, wo man einkauft, gibt es halt dann verschiedene Sachen, die passieren könnten. Entweder, dass dann man Airdrops bekommt für irgendwas oder sonstiges, wie man eben schon gesagt hat, dass das dann eben auf Ethereum aufbaut, dass man sagt, okay, die ersten 50, die ersten 100 NFTs, die gemintet wurden, weil das sieht man ja von der Nummer her, kriegen einen, weil es als Genesis-NFT gilt, einen Airdrop von den Ethereum-NFTs, die nächsten kriegen eine Whitelist oder eine Ersparnis oder irgendwas. Wäre das möglich oder könnte man da, hast du dir Gedanken schon drüber gemacht, sag ich jetzt mal? Sagen wir so, etwas in diese Richtung, ja. Okay, das heißt, du hast da was im Hinterkopf, was du noch nicht so gern preisgeben würdest. Genau. Ah. Ah, ich hasse es, ich bin ein ungeduldiger Mensch, das ist schrecklich. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Habt ihr ein Audit für den Contract? Also der Contract ist noch im Gange. Also Flo schreibt ihn gerade. Wie er gesagt hat, er hat sich gerade die Rippen gebrochen. Hat mir gesagt, dass er dementsprechend jetzt auch ein bisschen mehr Zeit hat. Aber natürlich wünsche ich mir lieber, dass er gesund wird, so bald wie möglich. Aber das ist schon etwas, was wir machen müssen, ein Audit zu haben. Jetzt ist halt die Frage, was ist ein Audit? Ein Audit ist halt eine Revision, sagen wir, jemand, der den Contract nochmal anschaut, eine unabhängige Person. So, jetzt in diesem Fall arbeiten wir oder ist unser Team aus Flo und Dan, also zwei sehr kompetente Devs, die auch im Real Life, ich kann jetzt nicht genau sagen was, aber eine sehr, sehr gute Stelle haben, in einer sehr hohen Abteilung im IT-Bereich auch. Also im Endeffekt geht es darum, dass der Contract safe ist, so. Ob man das jetzt von einer Firma macht oder dass ein anderer unabhängiger Dev privat macht, ist eigentlich im Endeffekt dasselbe. So, was wir machen werden, wir werden das Ganze sicher, sehr, sehr sicher machen. Also versuchen, das Ganze zu auditen. Ob wir das jetzt von irgendeiner Zweitfirma, also so sekundären Firma machen werden, so wie, ich weiß nicht, es gibt Interfy etc., oder auch einfach von jemandem, der Flo und Dan persönlich kennen, wissen wir noch nicht. Aus dem Grund, weil wir halt der Meinung sind, dass das Ware einfach Certic ist. Also Certic gehört wirklich zu den Besten, hat aber auch seinen Preis. So. Und wir sind in unserer Anfangsphase und dementsprechend werden wir das Ganze halt noch anschauen, wie wir das Ganze als sehr sicher darstellen oder als sehr sicher bewerten werden. Aber auf jeden Fall werden wir nicht einfach kein Audit machen. Also das sowas wird sich auf jeden Fall kommen, ja, sobald der Contract fertig ist und Leute Deals machen. Wie sieht's mit einem KYC aus? Gibt es da jemanden von euch, der da das gemacht hat? Oder seid ihr da eher auf der dezentralen Seite, sage ich jetzt einmal? Also KYC in diesem Falle bei einer Agentur und so an sich nicht, nein. Aber Flo und Dan sind untereinander gedoxt. Ich persönlich kenne Flo und Dan seit sehr langer Zeit jetzt. Und sagen wir es so, also mit der Zeit, wenn man halt expandieren will, kommt man nicht drum herum, sagen wir es so, es kommt man nicht drum herum,
sich bei größeren Firmen zu doxen. An sich hat niemand im Team ein Problem, sich zu doxen. Es geht eigentlich einfach mehr darum, dass man nicht mit dem Gesicht in Verbindung gebracht werden möchte mit Pudil. So, aber an sich hat niemand ein Problem, eigentlich zu wissen, wer man ist, so im Endeffekt. Weißt du, also wenn im Endeffekt jemand rausfindet, hey, das ist diese Person, man ist cool damit, so, aber man wird jetzt nicht den persönlichen Namen dafür verwenden, zu sagen, hey, ich bin der Owner von diesem Projekt, so. Okay. Und wie ist denn das, weil ich sage, so ein Projekt ist ja eigentlich recht zeitaufwendig, gerade wenn es dann einmal größer wird. Habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht, quasi das dann irgendwann Vollzeit zu machen? Ich meine, solange die Zeit reicht für die Aufgaben, geht es ja noch, wobei ich schätze, dass die ja auch demnächst dann schon knapp wird irgendwann einmal, wenn das Ganze dann größer wird. Ja, also auf jeden Fall. Also wenn das Ganze größer wird, dann wird der Hauptfokus darauf liegen, das Vollzeit zu machen, wenn das Ganze natürlich auch rentabel ist. Aber sagen wir es so, also ich studiere noch, also ich habe alle Zeit der Welt. Ich bin sehr jung. Flo in dem Sinne hat auch eine Firma für eben diese Krypto Dev-Arbeiten und Dan hat auch bezüglich dem ganzen Projekt gesagt, dass das Ziel ist, das Ganze irgendwann mal Vollzeit machen zu können. Also das wäre natürlich schon der größte Traum, aber wichtig ist es einfach in diesen Anfangszeiten einfach zu sagen, hey, man schießt den ganzen Effort, den man hat, hier rein. Man sollte nicht soziale Interaktionen vernachlässigen, was wir alle ein bisschen getan haben in den letzten Jahr mit dem alten Projekt, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, also wenn das seine Größe annimmt, dann wäre das natürlich der größte Traum, das Ganze Vollzeit zu machen und sich Vollzeit auf die Optimierung und Expansion zu konzentrieren. Okay, ja. Wäre nice, sage ich einmal. Funktioniert der Smart Contract an sich jetzt schon oder kann ich den noch nicht verwenden, weil du ja gesagt hast, der Flo schreibt da noch. Das heißt, im Moment kann ich Pudils wahrscheinlich noch nicht benutzen, sage ich jetzt einmal, oder? Genau, nein. Also Pudils wird man an sich noch nicht benutzen können. Wir werden den Contract auch nicht verifizieren. Also der Contract an sich wird nicht zugänglich sein für die Öffentlichkeit. So, was es aber sein wird, ist, dass man den Contract Code gewissen Auditfirmen zur Verfügung stellt. Also, dass diese Einblick haben auf den Smart Contract, diesen auditen können, das ja auf jeden Fall. Aber die Idee ist eigentlich, den Smart Contract nicht zu verifizieren, aus dem Grund, weil man erstens mal die Idee nicht klauen kann, also den Smart Contract nicht klauen kann, und zweitens mal vielmehr da geschützt ist, also nicht geexploit zu werden, Hackerangriffe zu vermeiden, etc. Aber an sich kann man den Contract jetzt noch nicht nutzen, nein. Und was ist euer Zeitplan? Also habt ihr euch da ein Datum schon im Kopf, wann das dann nutzbar sein soll? Ja, das ist immer so etwas, das sehr gefährlich, also ein Datum zu geben, weil es gibt immer Sachen, die unvorhergesehen sind und da muss man das Ganze delayen und das ist sehr, sehr, ja, sagen wir mal, nicht so schön für die Community. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass Flo schon angefangen hat, einen Contract zu schreiben, denn auch schon Frontend, Prototypen im Gange ist, diese zu machen. Und ebenfalls, also ich muss sagen, dass wir die ganze Idee schon seit Monaten haben. Dementsprechend ist für Flo und Dan, die eigentlich schon seit Jahren zusammenarbeiten, ganz klar, was die Schritte sein werden, wie es sein muss und wie es gemacht wird. Also das ist nicht auf etwas testen, wie machen wir das, sondern die Jungs wissen genau, okay, wir arbeiten jetzt genau auf das hin. So, was ich sagen kann, wie lange dauert sowas? Also ich bin sicher, dass in, sagen wir, weniger als einem Monat das Smart Contract und der erste Prototyp für die DApp steht. So. Wird es aber schon benutzbar sein? Auf keinen Fall. Also es wird nicht benutzbar sein in einem Monat aus dem Grund, weil man vielleicht noch kein Audit hat, weil es vielleicht noch Fehler hat, weil man vielleicht noch einen Exploit finden könnte. Also
Das Ganze ist schon sehr wichtig, dass es sicher ist, so. Weil ansonsten bringt man vielleicht ein Produkt raus, das cool ist, ist schnell da, aber es ist gefährlich, weil man vielleicht noch Lücken finden könnte. Also man muss schon einige Tests machen, bevor man das Ganze dann wirklich öffentlich sagt. Aber ich finde, wichtig ist, dass man das als Projekt das Ganze offen kommuniziert, immer Updates gibt und sagen, hey, wir sind jetzt bei dem Punkt, wir sind jetzt bei dem Punkt, so. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Community auch zufrieden. Die sehen, hey, das ist cool, das geht wirklich voran und da passiert was. Und ich persönlich finde das immer ganz, ganz bullisch, wenn ich in einem Projekt bin und sehe, hey, ich sehe jetzt dieses Update und dieses Update und dieses Update. Ich bin zufrieden, ich kann warten, ich habe alle Zeit der Welt so. Aber wir wollen das natürlich nicht auf die Länge ziehen, das auch nicht. Also wir arbeiten so effizient, wie es nur möglich geht. So schnell wie es nur möglich geht, aber vernachlässigen natürlich nicht die Sicherheit und sehr viele relevante Aspekte. Ich merke Genau, gerade. von mir kurz dazu dann einfach. Der Smart Contract ist schon relativ weit und das Problem ist in solchen Fällen meistens einfach das Testen. Weil wir haben jetzt zum Beispiel, um dieses ganze Escrow-Prinzip komplett dezentral zu machen, so viele verschiedene Ausgänge von einer cancelt nicht, beide wollen canceln, dann cancelt einer, der andere will aber nicht canceln und so weiter und so fort. Und deswegen muss man einfach relativ viel testen, testen, testen. Und das wird dann einfach am Ende auch der Hauptaufwand sein. Der Gedanke ist da sowieso, dass wir dann, sobald das Ganze halbwegs fertig ist, ein richtiges Pen-Testing in Auftrag geben. Also wirklich fertiger Contract, fertiges Frontend und das Ganze an eine Firma geben und sagen, okay, jetzt hier, ihr probiert alles aus, versucht Fehler zu finden und so weiter und so fort. Und wenn das dann passt, dann genau, kann das Ganze auch live gehen. Ich merke gerade erst wirklich so, wie early wir bei euch da gerade sind. Aber finde ich nice, weil man merkt zumindest, dass es jetzt einmal nicht in eine Richtung geht, wo ich sage, okay, wir machen das schnell, schnell und dann läuft da irgendwas so halb semi-professionell und ist dann eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also da muss man immer Nachhaltigkeit an erste Stelle setzen und das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass man sagt, okay, wir machen das so schnell wie möglich, aber so aufwendig und zeitaufwendig wie notwendig, sage ich jetzt mal. Eben, vor allem wenn eben einfach das Geld von anderen Leuten dran hängt, ist ja gerade das das Wichtigste, weil sobald man dann einmal die Plattform live hat und dann gibt es doch noch irgendeinen Bug drin und irgendjemand verliert Geld damit, kann man eigentlich die komplette Plattform schon wieder sagen, okay, war nichts, jetzt hat irgendjemand Geld verloren und niemand will es mehr benutzen, weil es einfach nicht sicher, 100% sicher ist. Was mich interessieren wird, weil der Gedanke ist mir heute schon einmal gekommen und jetzt gerade wieder eingeschossen. Wenn jetzt die NFTs nicht fertig gemintet werden würden, würden die dann einfach quasi so lange, bis sie fertig gemintet werden, dort eben zum Mint verfügbar sein? Oder würde es dann irgendeinen Punkt geben, wo ihr sagt, okay, wir holen uns die selber oder habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht? Genau, ja, also die Hauptidee ist eigentlich auf jeden Fall, dass das Ganze bleibt, solange, auch wenn die Utility schon da ist und die NFTs noch nicht ausverkauft sind, dass das Ganze anfängt und dementsprechend würden die Holders schon profitieren, weil das bedeuten würde, dass das Volumen und die Deals, also der Prozentsatz auf weniger Holders aufgeteilt werden würde, weil ja noch nicht alle ausverkauft sind. Zu der Idee, ob wir das Ganze selber kaufen würden, kommt darauf an. Also kommt darauf an, einerseits würden wir das Ganze ein wenig, ja, es wäre manipuliert, was natürlich nicht cool wäre. Was vielleicht eine Idee wäre, ist für ein Event 5 NFTs zu kaufen und die zu burnen. Das wäre vielleicht eine Idee für ein Event zum Beispiel. Aber ehrlich gesagt, diese NFTs selbst zu kaufen als Team wäre an sich eigentlich nicht fair. Muss ich ehrlich sagen, also Ja, ich aber gut, denke, ich das sag, wäre. ihr könnt jetzt das ja entweder, mein Wenn, das kann ja sowieso jeder als Privatperson eins kaufen, sag ich jetzt mal wurscht, ob der jetzt im Team ist oder nicht, ja, weil wer kann euch dran hindern? Also auch wenn ihr jetzt die
man weiß es halt nicht, weißt du, was ich meine? Es hindert dich keiner dran und das ist auch nichts Verwerfliches. Aber ich sage, wie du eben schon gesagt hast, wenn du sagst, wir kaufen 5, um sie zu burnen für ein Event, ist das ja auch eine Art von, wir kaufen NFTs und in der Hinsicht war das auch eher gemeint. Aber ist auf jeden Fall ein guter Gedankengang. Wenn du dann sagst, okay, das Ding läuft eigentlich eh schon super und verbrennst dann noch 5, ja, kann man sich eh vorstellen, was dann passiert. Genau. Na, spannend, muss ich sagen. Also könnte die Zeit ein wenig schneller vergehen. Wir haben jetzt eh schon wieder 1,5 Stunden. Haben wir irgendwas noch nicht besprochen? Weil ich weiß, deine PowerPoint-Präsentation habe ich ja auch ein wenig zunichte gemacht. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Alles gut. Also von meiner Seite her ist eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, also zu dem Reflink-System, falls das jemand noch nicht verstanden hat, wenn ihr ein NFT habt, habt den Reflink. Wenn jemand über euren Reflink etwas kauft, also ein NFT mintet, dann bekommt ihr 25% von dem Mintpreis. Das ist einfach so ein Bonus für die NFT-Holder, bevor das Ganze mit dem Deals anfängt, aber auch nachher, also auch wenn wir zum Beispiel die Deals schon anfangen und es hat noch NFTs, dass man einfach schon hier, sagen wir mal, zum Beispiel die Möglichkeit nutzen könnte, seinen NFT-Einkauf zu amortisieren. Also man kauft den NFTs und verkauft dann 3 über seinen Reflink, dann hat man das Geld so wie fast wieder rein und hat sich so wie ein NFT gratis geholt. Also sagen wir mal, man hat seine Kosten amortisiert, nicht gratis, weil man muss ja Zeit aufwenden. Genau. Er ist sicher auch für den einen oder anderen interessant, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, du hast eh immer verschiedenste Leute. Jeder versucht irgendwo so ein bisschen Geld mitzunehmen, ein bisschen was Nices zu bekommen. Und man hat halt immer, du hast halt immer das eine Problem. Und da habe ich heute wieder ein Gespräch mit dem Lauch drüber geführt, dass Reflinks halt auf der einen Seite irrsinnig verschrien sind, weil halt eben auch viel Schindluder damit getrieben wurde. Auf der anderen Seite sind sie halt nützlich und man kann halt auch echt nice was damit machen, sag ich mal, weil wie du eben sagst, man animiert die Leute gegenseitig irgendwo. Ihr habt ja auch diese Challenge mit eurem Profilbild, irgend sowas von Poodles im Profilbild haben und dann weiß ich nicht, was dann passiert, oder habe ich irgendwas gelesen. Seitdem nur noch Kack kaufen. Es ist schrecklich, aber effizient. Ja, ist cool, also es freut mich auch mega zu sehen, dass die Leute da irgendwo durch mitmachen, und es ist ganz klar zu sagen, also man macht ein Projekt größer, wenn man die richtigen Anreize setzt, und wenn wir ehrlich sind, jeder muss ehrlich mit sich selbst sein, wir sind im DeFi und wir lieben die Kombination aus etwas sehr Coolem, was einem sehr gefällt, aber das Wichtigste ist, dass man halt immer im Endeffekt gerne einen Gewinn daraus ziehen möchte, so. Und das versuchen wir eigentlich auch so umzusetzen, diese Kombination aus etwas sehr Coolem, etwas Innovativem, etwas, das wirklich Zukunft haben kann, weil man sich es vorstellen kann, in Verbindung mit, hey, ich kann damit auch Geld verdienen, so. Und dasselbe, ja, ist halt auch bei diesen Gewinnspielen, diesen kleinen Gewinnspielen, weißt du, es handelt sich nicht um viel, aber es bedeutet sehr, sehr viel, so im Endeffekt. Man kann etwas Kleines gewinnen, aber man sieht halt das Bild überall und Leute fragen, was ist das? Und join vielleicht, und das ist das schon wert. So. Das sind kleine Ausgaben, die aber sehr, sehr viel machen können. Also Guerilla-Marketing. Echt nicht schlecht. So, genau. Dann hätten wir eigentlich eh so gut wie alles mal besprochen. Wie wäre es, wenn wir dann einfach mal mit der Fragerunde anfangen? Weil ich denke mal, vielleicht gut an. Noch eine Frage. Dann wird der Pablo mal langsam den Chat wieder aufmachen und sonst einfach aufzeigen im VC und dann werden eure Fragen beantwortet. So, Alex ist schon mal da. So, Servus Alex, bitteschön. Hallo zusammen. Hi Aurel. Ich habe mir heute
das White Paper durchgelesen. Und ja, ich habe da so ein paar Fragen. Diese 16%, ich kenne mich da nicht so aus, wo da die Preise liegen für solche Dienstleistungen und so. Du hast ja gesagt, du hast mit vielen Leuten schon drüber geredet, auch mit so ein, zwei Influencern. Was sagen Sie zu diesen Preisen? Ist das wirklich so voll okay oder ist das irgendwie sogar günstiger als alles andere, was man so kennt? Oder wie ist das? Weil 16%, ich dachte am Anfang, es wird vielleicht so 5-6% sein. Aber 16% war dann für mich so, okay, wow, ist viel. Ich hab schon NFT gekauft. Von dem her, für mich ist es ja sehr gut eigentlich. Je mehr, desto besser für mich als NFT-Holder. Aber einfach so ganz allgemein. Wie sind da die Preise oder wie seid ihr auf die 16% gekommen? Ja, Alex, vielen Dank für deine Frage. Ja, 16% hört sich nach viel an, in erster Linie. Aber hier muss man halt sagen, du fragst nach einem Vergleich. Es gibt nicht wirklich einen Vergleich, weil es ja sowas nicht gibt. Was ich aber sagen kann, ist, es gibt einen Vergleich mit Dienstleistungsseiten wie Fiverr, Upwork und so. Das ist halt nicht im DeFi, das ist im richtigen Fiat-Geld. Da sind die Preise viel höher. Also das sind Preise fast bis 25%. Was man hier aber sagen muss, ist, dass das Ganze umgewälzt wird auf eine Person, meistens auf den Dienstleister, also der die Dienstleistung zur Verfügung stellt. Weil hier hat diese Person halt nicht wirklich eine Monopolmacht und eine Entscheidungsmacht. Die ist hier sehr, sehr viel geringer. Also jemand, der halt wirklich auf sehr, sehr gerne einen Deal abschließen möchte, irgendwo, um eine Dienstleistung machen zu können, wird auch sagen, hey, weißt du was, ich übernehme halt, wenn es sein muss, 16%, ist egal. Also ich mache das auch für 16%. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, diese 16% auf A und B aufzuteilen. Also man kann sagen, A übernimmt 8, B übernimmt 8. Das ist schon weniger, das sind 8%. Man kann auch sagen, A übernimmt 5 und B übernimmt 11. So, also man kann es aufteilen, hört sich nach viel an. Im Endeffekt, wenn man das Ganze aufteilt und halt berücksichtigt, dass immer jemand halt die Oberhand hat, dass man das eigentlich gut umwälzen kann. So. Und genau, ja, also man kann es auch nicht vergleichen mit einem Token. Also heutzutage, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen die Meta geworden, dass Tokens mit 10% Tags nicht mehr geaped werden. Mehr so Tokens mit 2%, 1%, so, aber das ist halt was anderes in diesem Sinne. Das ist nicht ein Token, wo du halt kaufst und verkaufst. Also du machst da einen Deal und du möchtest deine, du zahlst für eine Dienstleistung, dass du nicht betrogen wirst, so. Okay. Gut. Danke für das. Die nächste Frage wäre, könnte man theoretisch auch so NFTs über die Plattform austauschen? Also ich will dir mein NFT geben und du gibst mir Geld dafür. Ist das auch so? Also nicht unbedingt eine Dienstleistung, aber irgend so eben etwas digitaler Wert wie ein NFT zum Beispiel. Oder macht das keinen Sinn über diese Plattform? Oder? Guter Punkt. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass man als Collateral auch ein NFT gibt. Da muss man halt sagen, dass man sich hier fokussieren müsste auf einige ausgewählte NFTs. Also was hat wirklich einen Wert? So, wenn man zum Beispiel ein Bored Ape Yacht Club NFT als Collateral, als Sicherheitsdeposit setzen könnte, wäre möglich, ja, weil da ist der Wert halt ein bisschen klar. So, aber ansonsten ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was ist ein NFT, das eigentlich Wert hat? Weißt du, es gibt NFTs, die vielleicht so 2 Ethereum Wert haben, aber wer kauft? So, weißt du, was habe ich davon, wenn ich gescammt werde? So? Weil für mich hat ein NFT, das niemand will. So, weißt du, niemand wird es kaufen. Oder man kann auch NFTs, kann man auch gut faken. Also man kann NFTs erstellen und man kauft sich alle NFTs selbst und dann ist der Floorpreis bei 2-3 Ethereum. Aber du hast alle gemacht, so, weißt du, und dann hast du ein NFT als Collateral, das keinen Wert hat, weil du das gefaked hast. Also ein bisschen gefährlich, aber man könnte es theoretisch umsetzen mit halt renommierten NFTs auf jeden Fall. Das wäre schon möglich.
Ja, weil ich denke mir einfach so, wenn jetzt jemand da wirklich so einen Deal macht, der Deal kostet irgendwie, ja, jetzt übertrieben, vielleicht 100.000. Keine Ahnung, was das wäre jetzt, aber sagen wir, es ist so ein teurer Deal. Damit da irgendwie noch eine Sicherheit dabei ist, müsste man ja da irgendwie noch 50.000 zusätzlich blockieren, sage ich mal. Wahrscheinlich nicht für, also das sollte ja schnell ablaufen, ist ja nicht irgendwie, sollte ja nicht irgendwie mehrere Tage oder Wochen gehen, dieser Deal. Aber man muss theoretisch trotzdem diese 100.000 haben, plus nochmal 50.000 zum Beispiel. Also man muss noch viel mehr Geld haben, als man eigentlich für diesen Deal braucht. Hast du darum gemeint, es spricht mehr wohlhabendere Leute an, oder? Ja, also ja, eigentlich schon genau wegen diesem Grund. Also es ist eigentlich, also es wird keinen Punkt geben, wo man sagen muss, A muss noch so viel dazugeben als Sicherheit, weil ja, es ist den Leuten selbst überlassen. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, 50% mehr ist schon sicherer, als wenn du nur zum Beispiel 10% dazugibst. Also anstatt, wenn du 100.000 sagst und noch 10.000 dazugibst, im Endeffekt verlierst du 10.000, so wenn du dir eine Dienstleistung erschleichen möchtest. Wenn du aber 150.000 verlieren würdest, ist es schon was anderes so. Ja, eigentlich schon aufgrund von dem, aber das muss man halt immer in Relation setzen, weißt du, für einige Leute ist halt $10 schon sehr viel, so sehr, sehr viel Geld für einige Leute im DeFi. Und wenn der halt $15 insgesamt dann noch $5 als Deposit gibt, ist das für einige Personen auch schon sehr viel Geld. Also ich habe mehr gemeint, die Zielgruppe für reichere Leute ist eigentlich, damit sind eigentlich Projektbesitzer gemeint, die dazu bereit sind, größere Deals zu machen mit Leuten, die sie nicht kennen, und Angst haben, betrogen zu werden, weil bei einem kleinen Team ist es dir vielleicht das Projekt ohne egal. Also wenn du sagst, hey, das kostet $100 als Projekt ohne, dann machst du nicht den Deal über eine Plattform. Dann, wenn du $100 verlierst, verlierst du $100 bei einem, sagen wir, Marketing-Wallet von 70, 80 BNB, weißt du. Aber für das Volumen wäre es natürlich sehr gut. Okay. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Okay. Ja, und ich habe einfach nicht so ganz verstanden, was das, also wie das abläuft, wenn beide die Deposits verlieren. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das kann ich vielleicht noch in der Gruppe dann fragen. Das musst du jetzt nicht extra für mich nochmal beantworten, aber es gibt ja einen Fall, wo die ganzen, also wo die Sicherheit eigentlich bei beiden verloren geht. Oder habe ich das falsch verstanden? Wenn der Deal nicht zustande kommt, verlieren beide alles, oder was sie zusätzlich reingemacht haben. Genau, ja. Also wenn wirklich keine Lösung gefunden wird bis zum letzten Punkt, dann verlieren beide ihr Geld und ihr Deposits und das wird dann aufgeteilt. 70% des ganzen Geldes wird dann aufgeteilt auf diese 350 Leute, die ein NFT halten. Okay, und wenn einer bestätigt und der andere nicht, verliert es nur der, der das nicht bestätigt, oder wie? Nein, wenn einer bestätigt und der andere nicht bestätigt, dann gibt es halt eine Frist, die dann abläuft, um das Ganze zu revidieren. Wenn bis zu dieser Frist dann immer noch nichts passiert, verlieren beide ihr Geld. Also wenn eine Unklarheit ist zwischen beiden, verlieren beide ihr Geld. Also es muss immer klar sein, es muss immer, beide müssen immer eingestehen, was ist. Also entweder canceln beide den Deal oder entweder ändern, passen beide den Deal an oder beide nehmen den Deal an. So. Wenn eine Partei nicht gleich ist wie die andere Partei, verlieren alle ihr Geld. Okay. Das macht nur Sinn, wenn du jemanden extrem hast und dir dein Geld scheißegal ist und ihn eigentlich auch bestrafen Genau, ja. willst. Also, sonst Genau, macht ja. es Das wäre halt, okay. das wäre die einzige, ja, das wäre die einzige Möglichkeit, sagen wir mal, ja, dass du dein Geld verlierst. Aber man muss halt hier auch ehrlich sagen, dass du in diesem Fall das Geld so oder so verloren hättest, also mit und auch ohne. Genau. Okay, das wär's von mir. Danke vielmals. Danke dir. So, da gibt es sonst noch Fragen im Voice-Chat mal, bevor ich auf den Chat rüber schaue.
Costa, du noch Fragen? Du bist immer noch ja, ein ja, ja, ich habe mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben. Uhrwerk. Ja, auf jeden Fall. Wie kommt ihr auf diesen Wert? Also diese 350 NFTs, momentan 152.000 im Gegenwert. Wie evaluiert ihr das? Also für was ist das dann? Als Startkapital also, für was? Wenn ich ehrlich bin, wir haben das Ganze eigentlich so herauskalkuliert, dass wir einen Rechner gemacht haben über Excel und geschaut haben, hey, bei welchem Volumen gibt es attraktive Rewards? Und bei welchen NFT-Verkäufen können wir auch, sagen wir mal, einen guten Betrag zusammenbekommen, um, sagen wir mal, auch Deals zu machen mit größeren Leuten, die auch mehr Geld nehmen. Okay. Dann habe ich mich gefragt, und zwar, das ist jetzt nur so eine Frage, wenn ich ein NFT kaufe, kriege ich ja 25% als Reward, wenn ich das mit einem Reflink mache. Ne? Was hindert mich daran, mir die NFTs auf 25% Nachlass zu kaufen? Also ich ref mich eigentlich selber. Gar nichts, oder? Darin hindert dich gar nichts. Aber was du damit halt machst, ist, dass du, wenn du das selbst machst, dann nimmst du theoretisch potenziell jemand anderem einen Reflink weg, der theoretisch mit diesem Reflink jemand anderen das Ganze verkaufen könnte und somit das Ganze wachsen. Das ist schon klar, aber das ist ja natürlich jetzt, man muss ja schon auch einer gewissen Wahrheit ins Auge schauen. Wenn ich sage jetzt mal, ihr seid ein motiviertes Projekt, ich kaufe mir 20 NFTs, ist ja egal, so, kriegt die auf 25% Nachlass und macht gar nichts, sitzt einfach nur und hoffe darauf, dass ihr was tut, dann kriege ich ja trotzdem meine Rewards über die Plattform. Und ich nehme nicht so viele Reflinks weg, dass das Projekt dadurch zu stark beeinflusst wird. Und das ist die Frage halt, die, so das ist so ein Gedankengang, den ich gehabt habe. Was auch eine Frage ist, und das ist wirklich eine Frage jetzt, was passiert denn rein theoretisch, nur in einer reinen Theorie, was ist die Plattform ohne NFTs? Also wenn ich jetzt alle NFTs kaufen würde, theoretisch. Wenn du alle NFTs kaufen würdest, dann müssten rein theoretisch. Dann müssten wir alle refounden und das Ganze launchen ohne NFT-Holder, wenn du alle kaufen würdest. Warum? Weil es eine gewisse Anzahl von NFTs gibt, wo eine Person halten könnte, um damit eigentlich Deals machen zu können, diese zu betrügen und dementsprechend dennoch Gewinn machen könnte. Aber es sind sehr viele. Also, Moment, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wait, die NFTs, wie ich das verstanden habe, sind die NFTs ja für mich, ich sag mal, ein Cut von allen Umsätzen zu machen. 10% Cut von allen Deals, die gemacht werden, also von allen Deals, die gemacht werden. Wenn ich jetzt aber alle habe, kriege ich halt 10% von allem auf mich selbst aufgeteilt. Und die Plattform muss mit 6% überleben, mit dem Rest. Ja, und jetzt, warum sollte das jetzt nicht funktionieren, wenn ich alle habe? Wenn du jetzt alle NFT haltest. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum es nicht geht. Wenn du zu alle NFTs halten, würde das bedeuten, dass du bei einem geplatzten Deal 70% bekommen würdest. Das heißt, du könntest eigentlich Deals mit Leuten abschließen und diese dann extra nicht fertig machen. Also du könntest einen Deal abschließen von 100.000 und mit einem Sicherheitsdeposit, also du verlangst 100.000 und du machst noch ein Sicherheitsdeposit etc. Und dann lässt du alles sausen und da bekommst du ja 70% von dem ganzen Betrag von allen Sicherheitsdeposits, weil du alle NFTs haltest. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn man alle NFTs halten würde, würde das nicht funktionieren. So. Ja, aber ist ja DeFi, oder? Also ja, kann ich auf 300 aufteilen, so quasi. Also es ist ja schwer für euch nachvollziehbar, glaube ich, am Ende. Also gut, ist nur ein Gedankengang gewesen. Es sind schon sehr viele. Also es sind schon sehr, sehr, sehr viele. Okay, alles klar. Danke erstmal.
Gibt es sonst noch Fragen im VC? Oder hätten wir die mal? Na gut, dann schauen wir mal in den Chat rein, was da so steht. So, NFT-Staking, denke ich mal, wird nicht viel Sinn machen. Habt ihr ja nichts geplant, oder? Weil man kriegt ja eh die Rewards fürs Halten der NFTs. Genau. Also die Rewards entstehen wirklich durch das Volumen und den Prozentsatz der Deals und NF-Staking, ja, also an sich kann man halt einen Button erstellen, wo man sagt, hey, stake jetzt ein NFT und dann bekommst du die Rewards, würde auf das gleiche drauf ankommen. So. Also nein. Also wir haben ja, es ist ja wie Staking, du musst es einfach halten, dann bekommst du die Rewards, das ist es eigentlich. Okay. Weil der Lukas fragt, ob man das in diesen Preisregionen nicht eher over the counter macht. Also einfach direkt zwischen zwei Parteien. Auf welche Preisregionen sprichst denn du jetzt genau an? So drei. Meinst du für die Deals oder wie? Ich denke mal. Ich spreche von einem, also sagen wir mal, es gibt immer den Optimalfall und es gibt den Normalfall und es gibt den schlechten Fall. So. Der schlechte Fall wäre natürlich, wenn man so ein Tagesvolumen von $500 hätte. Wäre Katastrophe. So. Was ist der Normalfall? Der Normalfall wäre zum Beispiel 3 CMC, sagen wir mal, im Durchschnitt macht man 3 CMC Fast Tracks über die Plattform. Also ein CMC Fast Track kostet $10.000 ungefähr. Leute machen das über die Plattform dreimal am Tag. Sind das 30.000 am Tag? Ja, auf die Woche gerechnet, kommt man dann schon auf ein gutes Volumen. Sagen wir mal, ja, es ist, sagen wir mal, das wäre aber auch schon ein schlechter Fall. Es wären 200.000 etwa in der Woche. Also die Idee ist eigentlich schon, also sagen wir, der Optimalfall ist vielleicht so realistisch in den Beginnzeiten 250.000, wenn man jetzt zum Beispiel 3 CMC Fast Tracks nimmt mit noch einigen zusätzlichen Dienstleistungen zu Beginn, kann man schon so auf die, sagen wir, 70, 80.000 im Volumen kommen täglich, theoretisch. Kommt halt immer auf die Deals drauf an. Also es gibt auch Devs, die halt einen Deal abschließen und sagen, hey, ich mache euch die ganze Diab mit Webseite, alles für 30.000. So. Das ist natürlich auch möglich. Also es ist immer, ich glaube, immer abhängig, was für ein Deal das da kommt. Aber in den Preisregionen sagen wir mal schon so maximal 50.000, mindestens 3.000 bis 5.000 pro Deal. Okay. Der Start ungefähr, haben wir gesagt, da kann man nichts Genaues sagen, aber wahrscheinlich wird gegen innerhalb eines Monats der Smart Contract mal fertig sein. Ja, also so wie Flo gesagt hat, denken wir mal, dass das in einem Monat sicher mal getestet worden ist, sicher mal funktioniert hat mit einem ersten Test und dass wir vielleicht auch schon mal jemand aus der Community vielleicht da mal interagieren können und sagen können, hey, du kannst das Ganze mal testen. Vielleicht wird das schon möglich sein. Aber so wie Flo gesagt hat, er ist eigentlich schon ziemlich weit mit dem Smart Contract. Der Paddy hat gesagt, er hat eine Frage. Paddy, schreibst du sie oder soll ich dich freischalten? Du bist eh freigeschalten, du musst dich nur entmuten. Naja, Paddy, wenn du dann sprichst oder sie schreibst. Mal langsam, mein Bruder. Salut zusammen. Hoi, danke für die Zeit. Frage, ich bin zu spät gejoint. Wie sieht es mit den Trading-Fees bei euch aus, wenn ich einen OTC-Deal mache über eure Page? Also über euren Contract? Was wird an Fees? Meinst du jetzt über einen Deal oder meinst du Also das NFT, das du? ich sage jetzt, ich will ein Ape über euch an jemand anderen verkaufen. Und anstatt hin und her zu schicken, mache ich einen OTC-Deal über euren Contract, oder? Das ist ja euer Vorhaben. Oder nicht? Okay, genau, ja. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, weil ich gedacht habe, du meinst das spezifisch auf das NFT und das Nee, kommt. over the counter zu verkaufen. Okay, also die Fees sind momentan 16%.
Die können aber umgewälzt werden auf eine Partei, die man möchte, also auf Partei A oder B, oder man kann es splitten. Man kann sagen, diese Partei nimmt so viel Prozent, die andere nimmt so viel Prozent. Das hört sich vielleicht nach viel Prozent an. Günstiger, über OpenSea einen Deal zu machen. Wie? Dann ist es ja günstiger über OpenSea oder die ganzen anderen Plattformen. Also SudoSwap hat 0,5%. Wie wollt ihr euch da etablieren? Also du musst halt wissen, dass das Ganze eigentlich abgestimmt ist, nicht wirklich für NFTs. Natürlich ist es auch möglich, aber es ist abgestimmt für Dienstleistungen im DeFi. Dementsprechend Aha. geht es hier um Dienstleistungen wie Smart Contracts Creations, DApps Creations oder zum Beispiel CMC Fast Tracks. Aber es geht auch um Grafikdesigns, Frontend Creations, also um sehr, sehr viele Sachen, die vor allem Projekt-Owner kreieren. Für Projekte, die im Pre-Sale machen, die im Private-Sale machen, die Funds haben und halt weniger gedacht sind für Privatpersonen, sagen wir Privatpersonen, die ein NFT over the counter verkaufen wollen. Oh. Okay, dann habe ich totale falsche Informationen gehabt zum Projekt. Sorry. Dann, ja, dann alles ist gut, alles anders. Gut. Da, so rum. Ja, okay. Aber 16% ist ja schon enorm. Ich meine. Wie gesagt, also ich hab die Frage schon vorhin kurz beantwortet. Und zwar muss man sich halt hier klar sein, dass es hier halt immer eine Macht gibt bei einer gewissen Partei. Also es gibt so viele Dienstleister, die im großen Angebot ein bisschen, schwimmen und runtergehen. Und dementsprechend sind sehr viele Dienstleister auch dafür bereit, diese Prozente anzunehmen. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Upwork oder Fiverr etc., dann sind die Fees dort sehr viel höher. Also man kann das sehr gut abwälzen auf die gewisse Partei. Und dementsprechend, wenn es halt dann darum geht und man gezwungen ist, mit neuen Leuten zu arbeiten und man nur Referenzen hat, und sich auf diese beziehen muss und beruhen muss und das Ganze in DeFi macht, anonym, dezentral, dann ist man und wird man auch bereit sein, als Project Owner zu sagen, hey, ich zahle eine gewisse Fee, dafür habe ich eine gewisse Sicherheit, anstatt betrogen zu werden. Also. Okay. Ja. Hat es für mich erledigt. Gut, danke für die Antworten. Ich würde gerne was zu Fiverr noch sagen, ja. Dass diese Dienstleistung, die du da vergleichst oder heranziehst, das sind sehr, sehr austauschbare und verhältnismäßig gering qualifizierte Dienstleistungen. Dafür brauche ich keine Escrow-Service. Das kann ich direkt auf Plattformen kaufen, das ist vollkommen egal. Da gebe ich dir recht, da ist der Käufer das Zepter in der Hand hält. Aber wenn du hochspezialisierte Aufgaben hast, dann ist das nicht mehr so. Dann dreht sich das Blatt wendet sich dann auf jeden Fall ganz stark und sehr schnell. Also gebe ich dir auf einer Seite natürlich recht. Also wenn du mit hochrenommierten Devs zusammenarbeiten möchtest, dann sagen die dir, hey, nimm den Deal an oder lass es sein. Auf jeden Fall. Aber du musst dir auch bewusst sein, dass im Endeffekt, wenn es darum geht, sagen wir mal, einen Auftrag anzunehmen, der 40.000 ist, und es darauf ankommt zu sagen, hey, möchtest du den Auftrag annehmen und du zahlst deine 10%ige Gebühr inklusive, also du kannst auch sagen, anstatt dass ich 40.000 bekomme, wird das direkt abgezogen, so, das Ganze abzulehnen, zu sagen, hey, ich habe hier eigentlich gemacht, ich hole mir einen anderen, oder du sagst, okay, 40.000 sind 40.000, zahle ich halt eine Gebühr, wenn man ein Angebot schon bekommen hat, weißt du, ich meine? Ja klar, na klar weiß ich, wie du meinst, aber was ich halt zum Ausdruck bringen wollte, je qualifizierter die Leistung ist, die erbracht wird, desto weniger sind die Leute bereit, irgendwas mit dem Preis zu verhandeln mit dir. Also warum soll ich mir jetzt 16% wegnehmen lassen von meiner Leistung? Die muss ich entweder aufschlagen und einkalkulieren, und da musst du halt einfach 16% mehr zahlen, dass sie mir egal sind. Oder ich lasse einfach nicht mit mir handeln, weil wenn ich etwas sehr Spezialisiertes anbiete, was keiner machen kann, dann handle ich nicht mit dir. Wozu auch? Nehmen wir an, du möchtest jetzt eine Windturbine von Berlin nach Hannover fahren. Ja,
dann wird es dort so und so viele Speditionen geben und die werden alle sehr, sehr ähnlich im Preis sein. Und wenn du sagst, ja, aber ich hab das Geld, ich bezahle das, dann wird denen das relativ egal sein. Das ist aber jetzt, ich finde diesen Vergleich zu, es ging nur darum, dass der Vergleich zu Fiverr ein bisschen hinkt, finde ich. Ja, also zu deiner Aussage, auf jeden Fall, ich verstehe diese Aussage, je spezialisierter und hochqualifizierter es ist, da ändert sich die Verfügungsmacht, sagen wir es so, aber auch da gibt es eine Umwälzung. Also wenn du sagst, ich mache das zu diesem Preis, weil ich hochspezialisiert bin, so, und du gehst zu einer anderen Partei, du gehst zu einer anderen Partei und die sagen alle das Gleiche, so, dann wirst du halt sagen müssen, hey, ich muss diesen Deal so wie annehmen. Also ich muss diese 16% halt ich als der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, halt zahlen. Dann nimmt das nicht, damit das nicht er zu damit nicht, das nicht er, sagen wir so, der Dienstleister wird das nicht nehmen, diese Fee, sondern der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, so. Und man kann auch hier dann spielen, also das ist halt dann immer noch ein Geschick der Parteien. Dann man kann sagen, hey, hör zu, ich habe von all diesen hochspezialisierten Parteien das gleiche Angebot bekommen. Ich habe allen gesagt, hey, übernimm du 8%, bei ihnen würde ich sagen, übernehmen sie nur 4% und ich übernehme die anderen Prozent. Also im Endeffekt ist das auch ein Geschick, der... Ja, es ist Angebot und Nachfrage, so wie man da handelt und wer was übernimmt. Wichtig ist einfach, dass man das Ganze irgendwo durch etabliert. Und ich finde auch halt, dass es halt irgendwo durch, also das Beispiel, das Sie gebracht haben, ist auch im Bereich, dass, ja, also diese Windturbine, das ist auf jeden Fall verständlich, aber im DeFi selbst weiß ich nicht, ob sowas über DeFi zustande kommt, etwas Hochqualifiziertes, also verstehst du, wie ich meine? Ja, zum Beispiel hast du vorhin gesagt, der einzige glaubwürdige oder nicht glaubwürdige hast du nicht gesagt, aber die einzige Instanz quasi für ein Audit wäre Certik. Dann hast du denen ja auch zugesprochen, dass die Hirsche am Platz sind. So, also das ist, natürlich gibt es das in DeFi auch. Das gibt es überall. Na klar, ich bin schon bei dir, dass dann das wurscht, es geht auch gar nicht darum. Entschuldigung, ist ein blöder Einwand gewesen. Ja, alles gut. Also ich auch schwierige und schwierige Fragen müssen so, wie soll ich sagen, gestellt werden und beantwortet werden und vielleicht herausdiskutiert werden. Alles gut. Wäre das eigentlich umsetzbar, dass man sagt, okay, Leute können über unsere Seite auch NFTs verschicken zu einem anderen Gebührensatz? Also könnte man das so in den Smart Contract einprogrammieren? Ich schätze, es würde jetzt am Anfang nur auf Binance Smart Chain Basis funktionieren. Aber wenn man dann auch auf Ethereum umsteigt, wäre das doch auch eine Mörderverdienstquelle, sage ich jetzt einmal, dass Leute einfach für geringere Gebühren als woanders, weil ihr ja bekannt seid als safe Austauschplattform, dass sie dann halt dort ihre NFTs quasi über euch auch tauschen können. Also, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist NFT immer ein, sagen wir, schwieriges Thema. Also, wenn es ganz klar ist, dass es um NFT A und NFT B geht und man die Collaterals, also die Sicherheitsdeposits, immer noch in Stablecoins oder Ethereum oder so hinterlegen kann, dann ist das auf jeden Fall was möglich. Aber hier muss man sich einfach vor Augen halten, dass wenn man jetzt zum Beispiel spezifisch ein weiteres Nischentool extra für NFTs integrieren möchte, dass man da halt trotzdem, so wie L88 Loco gesagt hat, dass man da irgendwo durch mit anderen Plattformen konkurrenzfähig sein muss. Das bedeutet, es ist ein Zusatztool, das man integrieren kann, was theoretisch, technisch möglich ist, aber dass man in dem Fall vielleicht gar keine Fees nimmt. Aber das würde auch bedeuten, dass die NFT-Holders nichts davon sehen würden und die Plattform nichts sehen würden, aber im Umkehrschluss die Plattform größer machen würden. Also, möglich ist es. Ich persönlich, jetzt auf den ersten Blick, ich meine, ich kann mich da auch täuschen, würde jetzt, glaube ich, nicht einmal so den Sinn dahinter sehen, dass man eben so ein Security-Deposit bei einem NFT überhaupt hinterlegt, sondern eher, dass man einfach sagt, okay,
wir sind die Plattform, die eben dafür bekannt ist, dass man eben als Treuhänder agiert quasi, um Dritte vorzulassen. Dritte wäre jetzt in dem Fall OpenSea oder jemand anderer. Und deswegen kann man bei uns halt auch als extra Funktion jetzt nicht, dass man ein Sicherheitsdeposit hinterlegt, sondern halt einfach sagen, okay, Person A möchte mir ein NFT schicken, ich schicke Person A dafür das Geld. Wir geben das beide in den Smart Contract und der Smart Contract schickt das halt dann an uns beide rüber. Also im Prinzip eben wie so eine Privatswap halt nur mit so einem Sicherheitsmechanismus. Aber die Frage ist, ja, da braucht man dann eh keinen Sicherheitsmechanismus im Sinne von Safety Deposit, weil entweder es schicken beide das rüber oder es passiert halt nichts, ne? Okay, ja, ich sehe den Punkt, wie du das meinst, ja. Also, dass man das so wie, ja, blöd gesagt, listet und jemand kann es direkt kaufen mit einer kleinen Fee als bei OpenSea zum Beispiel. Ja, ich kenne dich jetzt zum Beispiel, aber ich kenne dich halt nicht persönlich und du sagst, hey, ich will dir mein NFT schicken und ich will dein NFT kaufen, aber dann sage ich, okay, du schickst mir zuerst das NFT und der andere sagt, nein, du schickst mir zuerst das Geld. Was mache ich dann, weißt du? Immer einer muss dem anderen vertrauen und so könnte man sagen, okay, wir gehen halt einfach auf Pooh-Deals, du schickst mir das NFT, ich schicke dir das Geld, wir zahlen Hausnummer 2% Gebühren, weil es auf OpenSea Hausnummer 4% wären und wickeln das dann über die ab. Einfach eben, wie du sagst, um noch mehr Reichweite zu generieren und das eben auch für eine andere Zielgruppe attraktiv zu machen. Ja. Ja, also technisch ist es auf jeden Fall umsetzbar, auch hier mit Deposits. Also zuerst wird das NFT Deposit und dann wird ganz klar einfach hineinprogrammiert, sobald das Geld ankommt, wird das NFT versendet und du kannst das Geld claimen. Also an sich ist das nicht schwierig umzusetzen und möglich. Wie gesagt, es würde dann einfach sicherlich dienen, die Plattform größer zu machen, weil diese Dienstleistung vielleicht attraktiver ist aufgrund der niedrigen Gebühren, würde aber dann im ersten Sinne nicht die NFT-Holder jetzt finanziell oder monetär bereichern in diesem Sinne in der ersten, sagen wir, in der ersten Instanz so. Also klar würde das dazu sorgen, dass die Plattform natürlich größer wird und dementsprechend neue Leute darauf aufmerksam werden, die es machen, aber mit den NFTs selbst könnte man da einfach das, sagen wir, als Marketing-Tool gebrauchen und nutzen. Das auf jeden Fall. Weil es der Fala gerade angesprochen hat, die nächsten Schritte, was sind jetzt so bei euch so die nächsten Big Steps, die geplant sind? Also die nächsten Big Steps sind natürlich jetzt die Optimierung gewisser Sachen auf der Webseite. Also wir haben jetzt das FAQ, was integriert wurde, aber wichtig ist halt jetzt auch gewisse Partnerschaften mit gewissen, sagen wir, DeFi-Projekten, die irgendwo durch auch in das Konzept reinpassen, um das Ganze größer zu gestalten, den Namen größer zu machen. Advertisement auf jeden Fall auf das nebst dem. Und ich finde, wichtig ist jetzt in Bezug auf das ganze Projekt und des Developments, dass man hier jetzt auf jeden Fall die Updates wöchentlich oder kontinuierlich preisgibt, was genau gemacht wird für die Community und auch für Leute, die zum Beispiel jetzt einfach nur zuschauen und warten und sehen, ey, was passiert hier? Was geht hier ab? Und wichtig ist, dass natürlich im Hintergrund natürlich weitere Ideen weiter zu evaluieren und zu probieren zu integrieren. Wir haben ebenfalls daran gedacht, vielleicht ein gewisses DAO zu eröffnen für gewisse Entscheidungen, dass die NFT-Holder auch gewisse Entscheidungen mitempfinden und mitentscheiden können. Aber wichtig ist es natürlich, so weiterzumachen, wie es jetzt geht. Also dieses AMA zum Beispiel, was natürlich sehr gut ist, aber wir versuchen das natürlich zu begrenzen auf gute Communities, gute Gruppen und nicht auf Gruppen, die im Normalfall einfach Hype generieren und ja nicht wirklich einen Mehrwert bieten für eine Plattform, die eigentlich dazu dienen wird, etwas Cooles zu machen. Die nächste Frage von der Natascha war,
Was mir nicht ganz klar ist, wie die Überprüfung der Befähigung der Hochqualifizierten erfolgen soll, bevor der Deal abgesichert werden soll über Pooh-Deals. Wenn man sich gegenseitig meint, ausreichend geprüft zu haben, warum soll bei dem Vertrauensstatus dann noch der Deal über die Plattform abgesichert werden? Ich meine, grundsätzlich denke ich mal nur so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber was sagst du dazu? Also eigentlich ist dieser Punkt, den du erwähnt hast, eigentlich schon ziemlich gut. Wie gesagt, der Mensch ist nicht immer rational, ist nicht immer ehrlich und es kann immer zu Schicksalsschlägen kommen im Leben, die Menschen dazu veranlassen, gewisse Tätigkeiten zu machen, auch kurzfristig. Also ich habe schon vorhin erwähnt, eine Person kann 10-mal einen guten Deal machen und beim 11. Mal passiert irgendetwas im Leben und man entscheidet sich, dann bei diesem 11. Mal halt der Stelle Geld zu machen, weil man kurzfristig etwas braucht. Also ich finde halt, aus außenstehender Person stellt man sich die Frage, warum sollte ich das über das machen? Diese Person ist doch ziemlich seriös. So. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber was ich aus Erfahrung sagen kann und aus Erfahrung mit dem letzten Projekt, dass wir, ich habe schon vorhin erwähnt, dass gewisse Frauds und Scams, die heute stattfinden, wirklich hoch durchdacht sind und auf einer sehr, sehr professionellen Ebene getätigt werden. Also wir haben schon sehr viel erlebt, unter anderem auch wirklich monatelanges Skype und Phone Call und wirklich durchführen durch Skype, durch die Firma etc., wo man sich denken kann, dass das ist sehr, sehr seriös und im Endeffekt wurde man wirklich betrogen, man wurde wirklich blockiert und die Leute sitzen irgendwo in Indonesien und das Geld ist weg. So. Also ihr müsst euch vorstellen, egal wie seriös jemand auftreten kann, dass im Endeffekt diese Leute diesen Aufwand wirklich gerne betreiben und sich somit manchmal wirklich einen 4-Jahres-Lohn in ihrem Land, sagen wir, erschleichen können. Also hat Bubble by B. Pope gut gesagt. Becher. was ich halt auch irgendwo denke, ich weiß nicht, ob meine Verbindung jetzt abgebrochen ist oder du gerade nichts sagst. Okay, nass. Man hört dich. Sehr gut, sehr gut. Bei der Natascha, was man halt auch wahrscheinlich irgendwo differenzieren muss, ist zum einen, dass man sagt, man hat schon Leute, die man jetzt im DeFi-Space kennenlernt, eben über Instagram zum Beispiel, was Grafiker betrifft, die sind da ja super aktiv und ist auch super nett zum Anschauen. Oder man hat über Telegram wen kennengelernt und kennt den aber nicht persönlich. Dann zum einen eben über die Plattform kann man das Ganze machen, um eben die Sicherheit zu haben. Und das andere, was ist eben, dass er gesagt hat, dass man eben sich als Dienstleister listen kann. Und da wird es ja dann so sein, das weiß ich nicht, ob du das vorhin mitbekommen hast, dass quasi die Leute, dass man jetzt nicht direkt Bewertungen schreiben können wird wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Aurel, sondern dass es dann so sein wird, dass es da eine Skala gibt, die dir anzeigt oder einen Wert, der dir anzeigt, wie viele erfolgreiche Deals von der Person schon abgeschlossen wurden. Das heißt quasi, es macht dann einen Unterschied, ob der Typ mit 100 Personen zusammengearbeitet hat und 98 davon sind zufrieden oder 45 davon sind zufrieden und der Deal funktioniert dann. Dadurch wird sich halt auch irgendwann herauskristallisieren, wer da jetzt fähigere Dienstleister ist oder nicht. Was halt dann auch dazu führen wird, dass der dann wahrscheinlich ein bisschen mehr verlangen kann. Und was auch cool ist, dass man sagt, okay, man hat dann halt Leute aus Dritte Weltländern, aus Indien, Südamerika oder was, die halt einfach gute Arbeit machen und dafür halt dann auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Ja, genau. Und das Ding ist halt auch, manchmal wird man, also meistens wird man betrogen, wenn man wirklich unvorsichtig ist. Also du kannst monatelang wirklich mit jemandem schreiben und dann merkst du, dass das gar nicht die richtige Person war, sondern ein Fake-Account. Und dann wirst du betrogen und du wurdest nicht mal von der richtigen Person betrogen. Also glaub mir, egal wie sehr ihr euch sicher seid, dass ihr das ganze Risikomanagement unter Kontrolle habt, es kann immer passieren. Es kann wirklich immer, immer passieren. Und es muss dir einmal passieren und das passiert dir höchstwahrscheinlich nie wieder. Aber es wird passieren, wenn du
vermehrt sehr viele Deals machst über DeFi als Projektbesitzer oder als jemand, der Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch als Mittelsmann zum Beispiel. Mhm. Und ich hoffe, das war für dich jetzt auch irgendwie so, Natascha, in erster Linie geht es darum, dass Deals auf eine sichere Art und Weise über die Plattform zustande kommen. Und in zweiter Linie nebenbei, so quasi als Zweig, kann man dann betrachten, dass man diese Leute eben listet und dadurch, dass man sieht, wie viele Services jetzt gut oder nicht gut vollbracht wurden, hast du halt dann einen Referenzwert. Hochqualifiziert ist ja immer irgendwo, du musst die Abstufungen machen, weißt du, was ich meine? Sicher wird es einen Developer geben, der dir was macht um 500.000, aber es wird wahrscheinlich dieselbe Leistung plus minus auch um, sage ich jetzt mal, schlag mich tot, 50.000 auf einem Basic-Niveau zu bekommen sein. Und das sind halt dann die Leute, die, ich denke, die Hauptzielgruppe sind. Ja, also William hat es auch im Chat gut gesagt. Also ich kenne William auch schon sehr, sehr lange und er hat es auch gesagt, also er hat jemanden gut gekannt, gut abgecheckt und plötzlich 12.000 weg. Das Lustige ist ja, diesen Einwand hatte ich ja am Anfang auch, so nach dem Motto, ja, eigentlich gute Idee, aber wer nutzt das Ganze? Ich war ja bei deiner ersten AMA in der privaten Runde schon dabei und ich bin dann lustigerweise ein, zwei Wochen später da gesessen und habe da mit irgendwem geplaudert eben über das Thema wegen Mods und deren Bezahlung und wie man da halt sicher gehen kann, dass sie das auch kriegen, wenn jetzt einer sagt ja, der andere sagt nein. Und da wäre das schon einfach so das erste Ding, wo mir eingefallen wäre, hey, wäre eigentlich recht praktisch, wenn man das nutzen kann. Weil wie du eben sagst, bevor es gar nicht zustande kommt, gibt es halt viele Leute, die sich denken, okay, da zahle ich lieber, schlag mich tot 8% und habe halt dafür eine gewisse Sicherheit. Ne? Das darf man halt nicht außer Acht lassen. Genau. So, dann schauen wir mal im Chat, ob es noch Fragen gibt. Ah, die Natascha. Sorry, du warst recht weit unten. Ich habe dich jetzt freigeschalten. Okay, mir ging es eigentlich darum, ihr habt vorhin über hochqualifizierte Dienstleistungen gesprochen und für hochqualifizierte Dienstleistungen sehe ich da eigentlich nicht so richtig die Anwendung, aber wenn wir uns über Mods und Grafikdesign und Influencer-Marketing und diese Dinge unterhalten, dann mag das eine gute Idee sein, aus meiner Sicht, um den Dienstleistungsrahmen sozusagen abzusichern. Denn natürlich hat William da recht, man kann Leute abchecken und machen und tun, aber wir unterhalten uns dann ja auch nicht um Dienstleistungen von 12.000 oder sowas, sondern dann bei den hochqualifizierten Sachen geht es ja dann um innovative Angelegenheiten, wo es entsprechende Schweigepflichtsklauseln gibt und alles Mögliche und wo dann auch Grenzen gesetzt werden, wann man vielleicht für eine andere Firma arbeiten darf und ähnliches. Und das, denke ich, wird in den ganz innovativen Projektbereichen ganz sicher entsprechend geprüft und abgesichert und nicht über ich zahle mal hier ein bisschen ein und du zahlst ein bisschen ein und dann kommen wir schon übereinander und dann wird das schon laufen. Oder sehe ich das falsch? Und mit dem Trust-Siegel, das verstehe ich auch noch nicht. Natürlich kann man dann sagen, ja, toll, derjenige hat schon 10-mal ganz erfolgreich gearbeitet, aber das gibt einem dann ja auch nicht die Sicherheit, gerade aus der Argumentation von Aurel, dass er das auch das 11. Mal tut und nicht da irgendwelche Umstände entstanden sind, die ihn plötzlich zu irgendeinem Scammer werden lassen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Wer entscheidet denn das mit den Lizenzen? Muss nur, wenn ich an Lizenzen denke, dann, oder wenn ich nur das Wort Lizenzen höre, dann muss ich immer an solche Sachen denken wie Adjora und diese ganzen lustigen Plattformen, die Juicy Field, alle voll mit Lizenzen und Zertifikaten und hast du nicht gesehen. Aber das war ja auch alles nur Fake. Also insofern, wie wird die Qualität dann eures Trust-Siegels für die Leute, die ihre Dienstleistung dort anbieten, wie wird denn das geregelt sein? Und Daumen hoch, dass irgendjemand ganz viele tolle Projekte schon gemacht hat, das kann man ja auch alles faken, oder nicht? Sehe ich das falsch?
Also vielen Dank für deine Frage erstmal. Ich würde sagen, ich versuche das kurz abzuarbeiten. Also zu deinem ersten Punkt, ja, also hochqualifizierte Dienstleistungen, wenn man jetzt einen Ingenieur braucht für einen Tunnelbau, klar, das wird nicht über das laufen, keinen Fall. Aber aus hochqualifizierten Dienstleistungen kann man auch eine hochqualifizierte DApp zum Beispiel in Anspruch nehmen oder einen Developer. Und du musst dir vorstellen, dass Projektbesitzer das ganze Geld in BNB haben und sehr viele Developer zum Beispiel einfach kein Krypto annehmen. So. Also die sind auch manchmal limitiert und die suchen nach Leuten, die wirklich BNB oder Ethereum oder allgemein Krypto annehmen. So. Und das Ganze über DeFi anonym, schnell und unkompliziert und am besten sicher abwickeln möchten. So. Das heißt, für diese Leute ist dann diese Plattform in diesem Punkt auch ideal. Zu deinem anderen Punkt. Also ist eigentlich ganz wichtig, nochmal so das Ganze aufzuzeigen. Pudis soll nicht den Wert vermitteln, dass du Deals machen kannst, wo du nicht gescammt wirst. Das ist nicht die Message der ganzen Plattform. Die Message ist mehr, dass die Plattform eine dezentrale Art und Weise die Möglichkeit gibt, Deals zu machen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du betrogen wirst, drastisch reduziert wird durch monetäre Anreize. Okay, jetzt zu diesem Beispiel mit den Siegeln. Also erstens mal, es gilt immer, egal im DeFi, egal wo du bist, es gilt immer, do your own research, no financial advice. Also du bist immer auf dich allein gestellt, egal was ist. Bezüglich jetzt zum Beispiel den Upvotes und Downvotes, du mit dem anfängst, kannst du immer selbst entscheiden. So. Die Plattform sagt nicht, der hat schon so viele Deals gemacht, die sind alle gut gewesen, du kannst dem trauen. Es ist einfach nur da und du kannst mit diesem Indikator anfangen, was du möchtest. Die Statistik ist da und was du mit dem anfängst, ist dir überlassen. Also. Mit dem Siegel bei dem Influencer-Tool, ich glaube, das hast du gemeint. Also es ist nicht wirklich ein Siegel, es ist einfach ein Verified-Button. So, das bedeutet, dass dieser Verified-Button bedeutet eigentlich nur, dass es sich um den richtigen Influencer handelt, dass es sich um den richtigen Dienstleister handelt. Es handelt sich um die originale Person. Also mit dem, wenn du den Deal machst, ist wirklich diese Person dahinter. Das ist alles. Dann habe ich das jetzt verstanden. Kein Fake-Account sozusagen. Dafür ist das Siegel. Okay, danke. Genau. Gern geschehen. So, Leute. Wenn es noch Fragen gibt, dann habt ihr jetzt oder dann bald die letzte Möglichkeit. Weil soweit ich sehe, immer keine mehr. Ende hätten wir auch keine mehr oben. So, also keine Wünsche, Anregungen, Beschwerden mehr von eurer Seite aus. Sehr gut. Ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder ein wenig Zeit miteinander verbracht. Schön, schön. Natascha noch am Schreiben. Kommt da noch eine Frage? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt noch die letzten ein, zwei Fragen durch, falls da welche kommen. Dann werde ich mal die Aufnahme beenden und dann werden wir uns deiner spaßigen Frage widmen, oder? Okay, perfekt. So, Natascha ist wunschlos glücklich. Sehr gut. So soll es sein. Super, Longline. Na, dann auf jeden Fall von meiner Seite aus mal und von ganz Carnation Seite aus mal und von der Community aus mal herzlichen Dank, dass du dir mal die Zeit heute genommen hast, das Ganze mal so detailliert bei uns vorzustellen. Finde ich echt cool. Vor allem, dass du da auch gerade den deutschen Space ein wenig bevorzugst, weil, wie wir schon ein paar Mal draufgekommen sind, wir sind ja da gerade wirklich, wirklich early. Und da einfach mal ein dickes Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite her für die Plattform,
die ihr mir zur Verfügung gebt, um dieses MA zu halten, um das Ganze vorzustellen. Ich muss sagen, das ist mein allererstes AMA auf Deutsch. Ich habe noch nie auf Deutsch ein AMA gehalten, bis auf einer privaten Gruppe kurz vor einigen Wochen, einigen Tagen. Aber ansonsten war die immer auf Englisch. Also ja, muss ich sagen, tut mir leid für einige Versprecher, sagen wir es so. Aber war auf jeden Fall cool. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Und danke für die coolen Fragen auch, auf jeden Fall. Also wie gesagt, dafür, dass du 5 Sprachen sprichst, mach dir keinen Kopf. Das musst du mal einmal nachmachen. Es ist nicht einfach. Danke. Kann man nichts. Aber man vergisst die Wörter manchmal, ja, das ist so. Ja, aber wie gesagt, lerne mal 5 Sprachen, dann kann man mit dir diskutieren. Also, das muss man leider nachmachen, ist ja auch nicht ohne, sag ich mal. Insofern sage ich mal an unsere Zuhörer da draußen auf Wiedersehen und wir verlosen jetzt dann noch das eine NFT. Aber ich werde da mal die Aufnahme. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Muss ich nur schon perfekt, dann hätten wir das auch.